Hier aus der Kommentatorenbox sind wir wieder live für euch dabei. Hier in Gersau, heute am 6. November, Samstagnachmittag, 3 ist das Finalspiele. Spiel der Spiele. Heute einmal mehr. Heute alles oder nichts. Alles oder nichts, ja, wie der Andi gesagt hat. Wir sind völlig fokussiert. Ich denke, die Mannschaft ist auch fokussiert. Ich sehe das. Hey, super. Ja? Ihr seht da, Passgurt kommt da nicht mit der vollen Mannschaft heute. Aber natürlich sind wieder zweimal Gigax dabei, der Leo, der Selien. Und natürlich Nummer 64 ist am Start. Bigere, Nummer 45, Colomé. Auch die sind wieder hier dabei. Nicht ganz vollzählig heute. Passgurt spielt natürlich der Gersauer wieder in die Hand mit. Gersau, absolut vollzählig Mannschaft. Wieder mit zwei Goalie da. Mit dem Captain, der Häuser Damian, mit dem Assistenzcoach, der Graf Armando, der Coach selber, Marchi Bruno. Wir sind da wieder wunderbar dabei. Ist gut von der Lautstärke. Das wenn wir ein näher, sind wir zu näher am Mikrofon? Weißt du so, wenn wir so reden, weißt du, wenn wir, dass es nicht so krass wird im Fernsehen, also im TV. Also ist besser so, gell? Gestern ist eher gut, das ist ein bisschen, auch ein emotional gsi, gell? Es hätte da einer dabei gehabt, Kommentator, der hätte natürlich nicht können zurückgehen. Normal, gell? Normal. Ja, haben wir einen sensationellen Platz heute, oder? Ich würde sagen, Michi, ja. Sind wir ready? Sind wir parat? Du sagst, wenn wir online sind. Du musst uns ein Zeichen geben, sonst können wir einen Scheissdreck. Ja? Nein, warte noch 3 Minuten. Warte noch bis ein Viertel vor. Ja, mindestens. Yeah.
Ja, herzlich willkommen hier von Gersau, von Schulhausplatz Gersau zum Playoff-Final. Spiel Nummer 2, Feimpings Gersau gegen Pascu Eagles. Auch hier von meiner Stelle, Kommentator Andi Vinzenz, grüße euch recht herzlich zu dem Showdown hier. Zweites Finalspiel von der Playoff-Final, erste Liga. Heute kann Gersau hier alles klar machen, kann den Sieg unter den Topf heimholen. Es ist wieder, man sieht es jetzt schon, Stadion also wirklich auf den letzten Platz, geraggelt voll. Wir reden hier von gut 200 Leuten, das ist der Wahnsinn. Es wird eine riesige Stimmung sein, sobald das Spiel losgeht. Ja. Wie gesagt, wir haben hier eine kleine Veränderung zu gestern. Gestern die Mannschaftsaufstellung machen wir gerade von Pascur Eagles. Im Goal neu mit der Nummer 1 Schneider Neo. Nummer 59 der Captain Serf Raphael. Nummer 8 Manchot Gauthier. Nummer 18 Gigax Leo. Nummer 2 Gigax Celia. Nummer 72 Schülera Jesse. Nummer 64 Topscorer Alexander Piquere. Nummer 88 Peter Mandorian, Nummer 66 Moser Benoit, Nummer 4 Rohrer Schill, Nummer 75 Macho Theo und mit der Nummer 45 Kulme Gregory. Ja, dann kommen wir dann gerade zu der
Mannschaftsaufstellung von der Five Peaks Gäsau. Heimmannschaft dort. Mit der Nummer 44 im Goal, der Werke Stefan. Mit der Nummer 15, der Captain Häuser Damian. 94, Armando Graf. 12, Patrick Tobias. Mit der Nummer 11, der Topscorer Merchi Lukas. 16, Maneo Marco. 91, Häuser Philipp. Mit der Nummer 19, der Kommenzin Kilian. 14, Kommenzin Benji. 86, Habecke Dario. 88, Gilbert Erich. 13, Ulrich Carlo. 55, Egloff Severin. 81, Kommenzin Roli. 8, Patrick Lukas. Und mit dem 22, der Kommenzin Sven. Als Coach an der Bande heute bei der Weiblich-TSL, der Merchi Bruno. Heute ist auch das. Eventuell, wenn das Gäsauer gewinnen Spiel heute, ist es für zwei Spieler hier in Gäsau das letzte Spiel. Und zwar ist das mit der Nummer 13, der Ulrich Carlo, und mit der Nummer 81, der Kommenzin Ole. Werden heute ihr Debüt geben. Das letzte Spiel hoffen wir da von unserer Seite mit dem Herz von Gäsau, dass wir den Sieg so heimnehmen können und die so in die Seniorenliga können verabschieden können. Über 25 Jahre sind die zwei hier für den Verein angestanden, eingesetzt, Spiele gemacht. Sensationell. Und ja, langsam wird es nervös. Man sieht es auch, ich sehe es auch im Fernsehen, der Rauch auf der linken Seite kommt. Es ist wieder rot-blau. Gäsau brennt. Es ist wirklich alles für rot-blau angerichtet. Ich glaube, es kann. Steht da nichts im Weg, Michi, für einen traumhaft schönen Sportnachmittag? Ja, ich denke, der Coulomé, der auf dem Platz sogar das Handy für nimmt und Fotos macht, ich glaube, das hat sie im Juros noch nie erlebt. So eine Stimmung. Und jetzt sehen wir die Mannschaft von der Five Peaks Gäsau, die hier aufs Feld kommen mit vollem Elan. Und wie du gesagt hast vorher, mit dem Roland Kamenzin und dem Karl Ulrich haben wir zwei ganz routinierte Spieler, die jetzt das letzte Spiel hoffentlich dürfen feiern hier in Gäsau. Und ich bin überzeugt, dass wir von Anfang an wieder 100% parat ist und probiert von Anfang an das erste Goal zu schießen, so wie wir es gestern gemacht haben, nach rund 44 Sekunden. Ja, wie gesagt, Five Peaks hat nichts verloren. Wir sind mit 1-0 in der Serie in Führung gegangen gestern und wir konnten 60 Minuten lang das Tempo haben und das ist für so eine Leistung eigentlich, für so ein Team. Jetzt auch noch Ergänzungsspieler mit Benji Kamenzin, der neu dazugekommen ist, plus zwei, die bei Passcour fehlen. Der Oswald, der gestern im Goal war, ist jetzt neu der Schneider im Goal. Der Gigax, der fehlt. Und ja, sind wir gespannt, wie der offene Schlagabtausch sein. Und ja, geben wir alles. Five Peaks Gäsau, wir dürfen natürlich nicht superparteiisch sein, aber ich entschuldige mich auch für gestern für das 6-5, als ich so feste Tore geschreit habe im Fernsehen. Aber das sind Emotionen, die dazugehören im Sport. Und ja, Andi, ich würde sagen, gespannt, ja. Oder? Wir sind sehr gespannt. Das wird hier definitiv ein Highlight-Spiel sein. Auch da wieder möchten wir an der Ecker Media und Peter Ecker recht herzlich Danke sagen für seinen Einsatz, für sein Engagement zu dem Sport, zur Live-Übertragung zu euch in die Stubenheim. Sensationell, was Peter macht. Super, danke vielmals hier an dieser Stelle. Ja, ich glaube, wir sehen es. Das Stadion füllt sich. Es füllt sich länger mehr. Es ist jetzt in jedem Platz, jedes Bänkchen ist jetzt nicht bereit. Und es wird hier eine richtig gute Stimmung geben. Ich glaube, es ist angerichtet, Michi. Ja, ja, definitiv. Selber Hühnerhaut gefühlen fast ein bisschen. Ja, es ist ein Highlight für Gäsau und ich hoffe, dass sie das können und dürfen durchziehen. Somit als Meister von der ersten Liga dürfen den Platz verlassen. Ich denke, es ist mehr als verdient. Wir haben Jahr für Jahr darauf eingeschafft. Ich habe es gestern schon mal erwähnt während dem Spiel. Mit dem Patrick Kamenzin als Präsident, mit dem ganzen Vorstand, mit dem Staff, mit Bruno Märchi, mit Beat Graf, mit Jens, der als Teamarzt da freiwillig vom EHC Seewen kommt. Da merkt man, dass so viel Effort dabei ist und dass man eigentlich will, das Ziel erreichen. Und ich denke, die Mannschaft hat sich können regenerieren gestern Abend, kann man mit ein paar Spielern können reden und sie sind fokussiert und werden sicher von Anfang an 100% gehen. Ja, jetzt sind wir ganz wenige Sekunden vor dem Abpfiff, vor dem grossen Showdown, vor dem richtig grossen, wichtigen Spiel. Und ja, die Gäsau sehen wir gerade, haben wir als Start nicht
Marco Stefan im Goal, sondern der Dean. Wackenstoss wird das Spiel anfangen mit der Nummer 7 im Goal. Und jetzt das Spiel beginnt. Und schon kommen wir mit einem Bulli gewonnen und gerade einen Angriff von Marco Lucchi. Oh, das ist aber jetzt ganz dumm gegangen. Ja, das ist. Das ist jetzt ganz dumm gegangen. Erster ist ein Angriff, passt gut. Ja, erster Angriff, passt gut. Mit der Nummer 18. Gigax Leo. Gigax Leo Schlenzer innen vom eigenen Drittel. Der Dean sehen schlecht wahrscheinlich. So vertikal drüber hineingespielt unter den leichten Aufsetzer und schon ist 0:1 für Baskur. Eigentlich genau das, was man nicht will. Nein, genau. Das, was man nicht will, eigentlich als Start. Genau, falsch rausgekommen. Aber ja, jetzt sind sie wach. Jetzt werden sie sicher wach sein. Was sicher da, der Gäsauer wird, wie vielfach halt ein Gegenspieler ist, das vielleicht verkürzte Feld. Es ist da nicht ganz original Grösse, weil man vom örtlichen her, die Gegebenheiten her, leider kein Grösses anbringt. Momentan gerade ist es so, das hilft natürlich auch mit den einheimischen Gäsauer, sich eher zurechtzufinden als Gegner. Nichtsdestotrotz hat Baskurt schon können nach rund 30 Sekunden das 1-0 schiessen. Es wird aber hier schon aufgeschlagen, getauscht werden, es wird vorwärts gehen. Ja, man sieht auch, wie ich erwartet habe, eigentlich, dass Baskur nach dieser Niederlage gestern muss kommen. Sie müssen kommen, sie müssen etwas machen, wenn sie heute verlieren, sind sie der Verlierer von dieser Serie. Und das ist auch ganz klar, da wird von Anfang an 100% kommen. Pickere war auf dem Feld, Gigax Leo, Maschor. Eigentlich alles die Leute, die scoren, die man gestern auch gesehen hat. Maschor zweimal getroffen, Gigax Leo getroffen. Vicky Alexander, das sind gerechnet die drei fokussierten Männer, die da auf dem Platz sind. Und ja, wie gesagt, mir war vielleicht nicht ganz bereit gewesen. Thomas Schlenzer hinten raus, aber es geht weiter. Wir sind da erst gerade am Start von diesen drei Dritteln von Gersau. Genau, das Goal ist sogar viel kürzer gefallen, als ich vorhin gesagt habe. Genau 9 Sekunden ist es gegangen. Also wir sind da noch gar nicht, wir sind da noch rund 50 Minuten Spielzeit vor uns, oder mehr. Und darum das 0-1, okay. Wenn wir hinnehmen, ist so. Ja, eben. Ich sehe, das ganze Stadion ist voll, ist wirklich voll, übervoll, wirklich rundum. Und das macht auch die Mannschaft glücklich, nervös und dann gibt es einen Anfang Nervosität. Wichtig ist, dass man am Anfang mal ein paar Bälle gewinnt und mal ein Selbstvertrauen tankt, damit man eigentlich so ein Spiel aufziehen kann. Genau, genau. Die Universität von diesen vielen Leuten wirklich. Und jetzt am Abschluss von Meglow. Mit Versuch. Wieder auf diese Seite. Jawohl. Aber schon ist wieder Meglow vom Ball. Es wird wieder ein Höchsttempo sein mit Colomé hinter dem Goal. Colomé hinter dem Goal hat gestern auch schon seine ganz gefährlichen Schuss gewesen. Die hat den nächsten gekommen. Und jetzt! Ja! Ja! Goal! Der Berg ist jetzt 1:1 Ausgleich! Berdi, Lukas, Querpass! Und sensationell versenkt! Der Schneider Neo konnte nur noch hinter sich greifen. Und das ist sehr wichtig, sie jetzt gerade wieder eine Reaktion bringen. Nach dem blöden Gegengol, den sie in den ersten 9 Sekunden kassiert hat. Also mit dem 1:1 vom Lukas Märchi, vom Topscorer von der Vipix Gersau. Man merkt, dass da viel gepuncht drin ist. Und schon fast Schluss. Wieder. Schön. Fast wieder. Schön pariert aber auch vom Schneider, muss man sagen. Ja. Sind wir gespannt, wie er im Goal ist. Den kennen wir nicht. Das war vor 2 Jahren noch Junior bei Baskur. Und Baskur wieder im eigenen Drittel inne. Mit dem Pickere am Ball. Pickere immer noch am Ball. Pickere kommt nicht durch. Gut gestört von Lukas Märchi. Marco Manea. Marco Manea geht in das Goal. Ganz gefährlich war auch in Slot gespielt. So hat man gestern eigentlich 2 Gegengol kassiert, wenn man jetzt näher am Mann gestanden ist. Und jetzt haben sie wieder ein bisschen Zeit zum Wechseln. Baskur
Philipp Häuser steht gut vor dem Säuloch, vom sogenannten Säuloch, vor dem Torraum. Und ja, ich denke, so kann es weitergehen, das Tempo hoch behalten. Und wichtig auch hier wieder wie gestern, nahe am Mast stehen, unbedingt. Die nicht spielen, ja, das Lot zu tun vorne. Weil wenn man es gestern sieht, wenn Passgut wirklich die Chance bekommt, das Lot rein spielen kann, drei steht, dann ist es meistens passiert. Guter da Abschluss. Eine gute Parade vom Goalie. Ja, guter Abschluss von Philipp Häusler. Ah, Philipp Häusler gestern eine sensationelle Partie gezeigt. Und jetzt wieder Gegenangriff, Und zum Glück verspringt er ihm im Maschor. Aber in der Mitte ist wieder einer gestanden. Petermann, wichtig sein beim Anbleiben. Nicht der Vorlauf von der Offensiv zu Offensiv gehen. Jetzt kann man wieder gehen. Ja, das ist. Wie lange kann man ziehen mit dem Abschluss? Und der Ball ist Spielfeld. Wie gesagt, noch schnell zurück zum Philipp Häusler, der hat den Unterarm gebrochen gehabt. Er hat letzte Woche das erste Training gehabt am Montag. Und er hat wirklich für das, dass er nur ein Training gehabt mit einem Bruch, Unterarmbruch, hat er eine sensationelle Leistung gebracht. Läuferisch sowie auch Vorchecking, Pressing. Das ist. Ja, das kann nicht jeder. Das ist nachher nur ein Training. In einem Playoff-Finale so aufspielen, das ist Talent und das hat er. Das hat er definitiv, das hat er auch mehr zu sehen, wir haben mal gelernt. Und wir haben es gesehen, es ist da auch das Herzblut rum. Es ist wirklich energisch, wie sie da heute wieder dran gehen. Sie sind noch mal, jetzt gerade Querpass durch und ein schöner Abschluss. Mitte. Und Achtung, jawohl, der Dean parat war, aber wenn vielleicht aufpassen, dass solche Querpässe, solche alleinstehende Leute, das verliert nicht gegen Passgurt, definitiv nicht. Ja, es ist auch wichtig, dass man halt beim Mann bleibt, oder? Hinten tut man das Spiel schon wieder gegen den Kopf führen und dann bleibt plötzlich ein Ball hängen und dann ist es 2-1 und ja. Wir haben es gestern gesehen, gestern haben wir schnell umgeschaltet, der Stürmer ist der Kopf gegen vorne gewesen, wir haben nicht zurückgeschafft und dann steht einer in der Mitte im Slot und kann abziehen. Das ist halt gegen eine solche Mannschaft gefährlich. Also, muss man aufpassen. Sehr gefährlich, ja. Das ist definitiv so. Es sind sensationelle Spieler von Passgurt. Auch heute wieder hier auf dem Feld. Die Spitzen haben es mitgenommen. Sie sind nicht ganz vollzählig angereist, aber doch. Mit dem Gourmet, mit dem Bickere, mit Gigax, der Leon, der Solien ist natürlich wieder eine Top-Linie, wo man ist. Eine sensationelle Parade von Wien. Und jetzt können wir gleich 2-1 über. Das Bürali ist hinter dem Dean unter dem Fuss durchgekugelt. Schiri hat ein paar Sekunden spannend abpfiffen. Hätte es noch durchgekugelt. Somit neuer Spielstand. 1-2. Leider können wir euch heute Spielzeiten nicht durchgeben, weil wir von unseren Kommentatoren-Tribünen aus leider nicht auf die Matschuhr sehen. Darum können wir euch die Spielzeiten nicht durchgeben. Ja, es war ein blödes Goal, wieder die Dean Hennen gehabt, zwischen den Beinen schon. Ja, unten durchgekugelt halt. Oh. Wenn er frei ist, ist er frei, der Schiedsrichter wird es wohl gesehen haben. Frage ist, ist abpfeifen, aber ein paar Sekunden oder ein, zwei Sekunden spart pfiffen, dann wäre es kein Goal. Aber ist jetzt so, ja, nur 1-2, 1-2, ja, Heimpix 1, Passgut 2. Nichtsdestotrotz bleiben die Herren dran, sind wach, sind parat. Ja, es wäre gut, gerade wieder eine Reaktion. Gerade wieder probieren, das Goal zu schießen, gerade wieder offensiv gehen, hinten stabil stehen, offensiv probieren, Kiste machen, damit man den Pace hochbehalten kann. Ist sehr wichtig, das Tempo hochbehalten, dass man mitgeht mit den Spielern, eng am Mann ist. Und bis jetzt macht es gut, das Goal ist jetzt ja, ja. Glücklich passiert. Ist so, nichtsdestotrotz. Aber jetzt wieder ein Angriff, Gigax Leo. Aber, ja. Und wieder eine super Parade. Jetzt haben wir Schwein gehabt. Ist Freistoß, Handpass von Alexander Piqueret. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber ist eigentlich. Ja, ist eigentlich Wahnsinn. Thank you.
hat den Fischos ausgeführt hinten dran. Wir haben den Fischos ausgeführt. Die sind gerade können blocken. Pickere wieder am Ball. Damian Häusler kann ihn nicht nehmen. Gigax Leo. Wieder ganz gefährlich in Mitte. Und, ja, ganz gefährlich. Jetzt haben wir Schwein gehabt. Jawohl. Wieder in Mitte. Man muss einfach aufpassen. Man muss das Spiel kontrollieren. Nicht zu hektisch spielen. Man muss den Kopf aufhaben. So kann man das Spiel aufbauen. Jetzt geht der Spieler auf links. Luki Märchi. Verliert aber den Ball in der zentralen, neutralen Zone. Innen. Wieder Gigax, wieder alleine. Oh, ganz nah an einer Strafe eigentlich. Gut, das nicht pfiffen. Und der Ball. Jetzt wieder Spielwapper lassen, ja. Jetzt haben wir wieder. Pulli auf der Seite von der Passgurt. Hinter dem Goal, da haben wir mächtige Stimmung da zu Gersau. Also sind wir sicher nicht angekommen. Guter Abschluss vom Armando Graf versucht. Ein guter Kampf von ihm. Also Petermann, ja, jawohl. Ja. Jetzt gegen. Unter den hat er jawohl. Sauber auf der Fanghand. Wie gestern, es war eigentlich gestern im Großen und Ganzen sehr fair Spiel gewesen. Obwohl es eigentlich um den Playoff-Aufstieg geht, der erste Liga Nazi B. Clever Spiel gewesen, nicht unfaire Tacklings eigentlich, also beide Seiten eigentlich ein grosses Kompliment aber die Mannschaft, genau. Da kann man wirklich sagen, es ist doch gerade um etwas, es ist nicht ganz nur ein Meisterschaftsspiel, es ist wirklich hier Playoff-Final, aber auch bis jetzt, das Spiel, das wir bis jetzt gesehen haben, fair. Sicher eine Stufe mehr Einsatz, wieder in einem normalen Meisterschaftsspiel, aber alles im normalen, fairen Rahmen. Jetzt kann man es in Roland auf der Seite, was ich aber behaupte, gegen Petermann. Und jetzt Kilian. Der Abschluss. Ja, man ist angespannt. Man merkt das. Die ganze Situation ist angespannt, aber jeder ist hochkonzentriert. Sei es von Pascur oder auch von Gersau. Pascur ist sehr fokussiert in das Spiel hineingekommen, hat nach 9 Sekunden 0-1 können schiessen. Gersau hat können. Gefährlich sein, Entschuldigung. Sehr gefährlich vorne. Aber wieder wie bekannt, oder? 64 WGD vor dem Schluck gestanden. Da muss man einfach aufpassen. Dort muss man wirklich. Da hat man zu näher an dem anderen sein. Kein Freiraum lassen, ein Freiraum. Dann was passiert jetzt auch wieder. Und jetzt ist es so eins! 2-1! Und dann müsst ihr eigentlich. Eieieiei! Jetzt! Freistoß, Torraum war. Ja, Torraum war. Aber gut gestört von Pascur. Gute Backleistung hinterher. Ich muss sagen, Pascur auch. Mit den Spielern, die ehemals Nazi A, Nazi B gespielt haben, merkt man die Qualität gut und sie zeigen es auch hier auf dem Platz. Also das ist sicher, es ist definitiv auch so. Technisch natürlich sehr parat am Stock. Ihr seht es auch, die sind ein bisschen kleineren Feld. Nicht ganz technisch so parat, dass sie da was können mitnehmen. Sie können mit dem umgehen. Das war Handpass, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Hat er so mitgenommen oder hat er Strafe passiert? Nein. Ich hätte jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe nicht ganz gesehen, was es war. Scheinbar Handpass. Ja. Die Pulli im Drittel der Gesauer. Das sind ganz gefährliche Bälle. Das sind einfach ganz gefährliche Bälle. Ja, vor allem hinter den Banden kommen die Bälle so schnell führen. Man ist einfach nicht so gefasst. Man ist nicht. Ja, es muss ein bisschen mehr kommen. Ja, da ist 1-3 leider. Mit einem hohen Ball führen gespielt. Vorne hat
Wenn das Nummer 7 war, können wir den Keller kurz ablenken. Ja, das Gigax, ja, Nummer 2, Gigax Schillier, haben mit den Keller kurz können ablenken. Leider für Gesauer ins Netz rein, hinter dem Dien. Neuer Spielstand, 1, Freiburgs Gesau, 3, Passgurt Eagles. Nein, wieder ein blöder Pass. Ballpass, jawohl. Jetzt muss man einfach mal gehen. Jawohl. Ein bisschen Technik rausnehmen, mal ein bisschen Spielruhe finden. Wir weibeln ein bisschen zu fest mit dem Ball, mit dem Stock. Ja, wir sehen hier auch von der Kommentatorentribüne aus. Der Gesauer Goal in der zweite. Der Stefan Märchi macht sich unten warm. Es wird wahrscheinlich bald zu einem Goal wechseln. Jetzt wieder das 3-1. Peter mal vor dem Goal. Eieiei, ganz gefährlich gewesen. Wir stehen so hoch und jetzt kommen wir wieder an. Aber er hat es gut können, souverän parieren, der Schneider Leo. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, jetzt hat man das 3-1 kassiert. Jetzt ist wichtig, dass die Moral hoch bleibt, dass die Mannschaft nicht den Kopf hängen lässt, dass man fokussiert bleibt und dort möglichst wieder einen Anschlusstreffer macht. Der ist ganz wichtig, der Anschlusstreffer, der muss zwingend jetzt kommen. Damit auch schon rein von der Moral für die Mannschaft wieder sehen, dass es aufwärts geht. Wir hätten den Ball können gewinnen in der neutralen Zone. Piqueré wieder mit einem Abschluss, ganz gefährlich gewesen. Neben den Indoren, die Abschlüsse sind so gefährlich heute wirklich. Sie sind auch sehr, sehr zielgerichtet aufs Goal. Ja. Es sind nicht Haufen Fehlschüsse. Es ist wirklich, wenn Piqueré oder Gigax vorne sind, kommen mit den Schüssen, die können zielgenau. Und ja, das ist die Mannschaft, das zeigt die Kräfte aus, die sie haben. Es ist eine starke Mannschaft, definitiv. Es ist auch ein schönes Spiel zum Schauen. Ja, man merkt halt einfach, dass Passgur gestern auch ein bisschen den Frust gehabt hat, dass sie verloren haben daheim. Und dementsprechend sind sie auch so auf den Platz gekommen. Also, man merkt auch wirklich, dass sie wollen. Und das sieht man auch. Also, Gersau ist noch ein bisschen in sozusagen Ruhemodus drin. Ja, nicht so wie gestern. Und sie müssen einfach Pace hochhalten, das Tempo hochhalten. Jetzt wieder ein Abschluss von Piqueré. Hinter dem Goal ganz gefährlich gewesen wieder. Sie machen so enorm Druck auch wieder. Colomé. Wieder ein Piqueré am Ball. Wieder gefährlich in der Mitte. Innen. Gefährlich. Goalie am Boden. Ja, gefährliche Situation. Definitiv. Gesau muss wacher werden, Gesau muss positiv aggressiver werden. Sie müssen mehr den Böllen wählen. Sie müssen schauen, dass sie das Spiel in die Hand bekommen. Selbstverständlich ist da noch nichts verloren. Wir sind immer noch im ersten Drittel. Wie gesagt, leider sehen wir hier von den Kommentatoren die Bühne nicht auf die Matschuhr. Darum können wir euch die Zeit nicht durchgeben. Es ist einfach wichtig, jetzt, dass man den Anschlusstreffer macht und nicht noch einen kassiert. Definitiv ganz wichtig. Ja. Wichtig auch am Mann bleiben. Freiburgs Gersau lassen sich ein bisschen viel laufen. Gestern waren sie viel näher am Mann, gewesen, im zweiten Drittel nicht. Aber im ersten und im dritten Drittel sind sie sehr gut beim Mann gestanden. Also die haben fast keine Möglichkeiten gehabt, um einen Abschluss zu machen. Und jetzt hat man sie ein bisschen laufen, ein bisschen Freiraum gelassen. Und das ist halt die Bestrafung von einer Mannschaft. Mit der qualitativen Nazi A, ehemaligen Nazi B-Spielern. Wieder so ein Schlenzerpass, ein Schlenzerschuss. Ganz gefährlich so. Luki Merch in einem Goal kann einlaufen. Und jetzt? Schade. Ja, das war schöner Pass von Badget. Tobi auf Damian. Leider hat er nicht ganz können. Ball kontrollieren, jetzt wieder die Vore. Jetzt haben wir die erste Strafe. Wahrscheinlich gegen Behinderung wird es etwa sein. Wird Strafe gegen Behinderung sein, gegen Lukas Märchi. Oder Halten. Jetzt 2 Minuten. Somit haben wir das erste Boxplay für Freiburgs Gesau und ein Powerplay von Pascal Riegel. Mit 2 Maschal-Brüder, Peter Mann und Kulme.
ganz gefährlich. Jetzt Bulli aber können gewinnen. Die dürfen einfach nicht schiessen. Nein, ja nicht. Will. Oh, da macht es der Goalie nervös. Man sieht, Unterschuss und Goal. Weiss ja, das ist so. Definitiv hat Team Backenstoss da nichts gesehen. Sie haben einen Spieler pass gut vorne pass positioniert vor dem Torraum. Goalie-Torraum. Ja, ablenken, geht auf. Ja, geht auf. Und jetzt sehen wir auch den Goalie-Wechsel. Der Feibrix Gersau, raus geht der Dean Backenstoss, neu hinten mit dem 44, Stefan Märchi. Ja, das Resultat ist nicht ganz so, wie wir uns als Gersauer Herzens vorgestellt haben. Leider im ersten Drittel, 1-4. Ja, also es ist einfach, sie sind ganz clever, sie ziehen ab, sie machen genau das, was man macht im Hockey, abziehen vor dem Goal und somit gehen auch die Chance rein. Klar, mehr Powerplay gehabt, einen weniger, aber sehr gut positioniert, sehr gut gestanden. Vor dem Seiloch eigentlich noch einen positioniert und dann lenkt ab und das ist schon haltbar für den Goal. Definitiv, ja. Wenn es einfach wach bleibt, sie müssen dranbleiben, Gershaus dürfen die Kopf nicht hängen lassen. Sie müssen weiter kämpfen. Und schon wieder ein 2-1. Sie sind hinten einfach langsam. 1-5. Sie sind einfach schlichtweg langsam. Heute Gershaus sind nicht wirklich wach, sie sind nicht parat. Zu wenig hart am Mann, zu wenig energisch. Ja, jetzt wäre es mal Zeit für ein Timeout. Es wäre Zeit für ein Timeout für Feibrix Gershaus. Unbedingt, ja. Weil, ja, es ist jetzt gerade in der kürzesten Zeit eigentlich 3 Goal passiert. Es ist unter der Erwartung, die man gestern hatte. Definitiv, ja. Schade, sind wir so jetzt gerade in das Match, in das Spiel so gestartet. Das Resultat ist sehr hoch. Wir sehen auch, wir sind bis jetzt die Spielzeit, die wir hatten. Jetzt ist ein Timeout gekommen. Wir sind doch wirklich die ganze Zeit im Drittel von der Feibrix Gershaus. Das müssen wir unbedingt ändern. Sie müssen unbedingt fokussierter sein. Sie müssen härter mal energisch in der Böhlenwelle. Sonst wird das heute leider nichts mit dem grossen Showdown, den man uns erwartet hat. Ja, es war auch richtig, aber wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt von Anfang an gemerkt, dass was gut das gestern schwer verkraftet hat, dass man daheim verloren hat. Und das war auch die Antwort von ihnen. Eigentlich, ja, jeder Schuss ein Goal. Also wir haben eigentlich innerhalb 10 Sekunden 2 Goal kassiert. Jetzt wieder Goalie-Wechsel mit Märchi und gerade schon wieder ein 1-5. Ja, das ist so. Wir haben gespielt, rund 10 Minuten, 11 Minuten ist gespielt in dieser Spielzeit. Es ist da noch nichts passiert, aber sie werden jetzt wirklich langsam führen. Wieder recht gut gestört, aber gefährlicher Schuss gewesen wieder. Ich habe das Gefühl, der Platz liegt auch Passgur. Also, ja, das muss man ehrlich sagen. Sie ziehen wirklich aus jeder Lage ab und somit haben sie auch 5 Goal erzielen und sie sind auch relativ schnell mit dem Tempo. Und, ja. Jetzt Märchi! Vielleicht, jawohl! Nein! Sensationell geholt! Sensationell vom Goal in der Fahrt! Also wirklich! Sauber! Wir hatten eigentlich schon auf der linken Seite mit der Tüsche gehabt. Müsste eigentlich drinnen sein, aber der Schneider Neo hat das sensationell können retten für die Feibrix. So, jetzt wieder vorne! Ja! Der Armando Graf! Philipp Häusler da hinten im Goal. Probiert es, ja, ist immer noch dabei. Immer nicht mehr am Führen und der Schneider hier jetzt straff. Wirst du straff geben, schlichtweg. Wirst du schlichtweg eine straff geben. Mal schauen, was die Schiedsrichter machen. Sieht gerade nicht so aus, dass Strafe anzeigen. Wahrscheinlich wird das keine Strafe. Nein, es sieht so aus. Ja,
Ja, es gehört ein bisschen härter dazu, das war es nicht nötig, aber ja. Damian Häusler in ihrem eigenen Drittel, Lukas Batschert. Tobi Batschert. Schon ist Moser Benoit wieder am Ball. Lukas Märchi. Gigax, Schottmärk. Ja, sie machen einen guten Raum zu. Gutes Leben. Batschert kommt nicht durch vorne vom Goal leider. Und wieder der lange Ball aufs Goal. Der Gesauer. Jetzt wieder ein Angriffsversuch von innen. Kurz noch wechseln, Van der Graaf frisch rein. Wir haben gut probiert, hinten raus zu spielen. Es ist echt schön aufgebaut worden, aber ein guter Block von den Pascalinos. Jetzt im Gulme. Er hat den Ball nicht kontrollieren können. Mit ihm steht einer frei. Armand de Graaf kann immer noch behaupten. Ein bisschen Techtelmechtel an der Bande von der Fankurve von Gersau. Ja, ze moeten einfach wach werden. Ja, ze moeten wirklich wach werden. Ach, ich war definitiv nicht parat. Ich war nicht parat. Jetzt die 5 Goal kassiert. Völlig verdient vom Passkurs. Super absolut, Leistung. Gewesen. Absolut. Saubere Leistung. Souveräne Leistung. Definitiv einen anderen Auftritt vom Passkurs von gestern. Gestern so stark gewesen, heute aber wirklich das Glück auf ihrer Seite. Ganz am Anfang haben von 10 Sekunden nach Druck machen. Er muss schlichtweg ja, aggressiver am Mann, jetzt wieder vorne. Ich kann den Ball einfach in den Weg. Bringt ihn einfach in den Weg. Oh, ganz gefährlicher Pass. Ja. Ganz gefährlich, wirklich. Es ist. Ich muss auch dazu sagen, Feibig sind auch berühmt, wenn wir irgendwie 4 Gold mitgelassen. Oh, Lattenschuss. Ja, gefährlich gewesen. Und wollen aus dem Spielfeld draußen, aber wieder ein Lattenschuss. Das heisst, es war wieder nahe gewesen. Das ist wirklich, wirklich da. Muss etwas gehen, obwohl das Stadion pumpenvoll ist mit Leuten. Es ist gute Stimmung. Natürlich hat es ein bisschen Abbruch gegeben mit dem Resultat. 2-5 innerhalb vom ersten Drittel. Ich denke, jetzt müssten 1-2 Anschlusstreffer kommen. Dann kommen die wieder. Auch noch die Stimmung im Stadion wieder kommen. Das wird gut tun. Ich muss jetzt einfach da etwas. Sie werden kommen, sie werden definitiv kommen. Ich wird das von dem Show dann nichts heute. Ja, wichtig so. Wäre einfach noch vor der Pause noch ein Goal zu machen oder 1-2. Nicht noch eins kassieren. Mitte läuft einer frei. Aber Passgur tut sehr gut den Mann-Decke zutun und ist für Gels auch fast chancenlos momentan das Goal schießen. Ja, das ist auch für die Moral, das ist ganz wichtig, dass sie wenn sie jetzt in die Pause kommen, wirklich sich in die Kabine fassen, dass sie sich wieder Luft holen und sich da auf das Licht fokussieren. Jetzt mit dem Abwecker versucht, von innen raus zu spielen. Wieder Philipp Häuser versucht den Abschluss. Wieder der Abwecker Dario. Wieder auf der anderen Seite, das geht natürlich sehr schnell, mein Eishockey wie auch im Eishockey. Das geht natürlich Schlag auf Schlag, Seite auf Seite. Jetzt haben wir wieder einen Angriff von Philipp. Knapp, aber ja, hilft sich. Jetzt ins Lot rein. Eventuell Chance, nein. Ein bisschen Nicklichkeiten hier vor dem Torraum von Passgur. Können wir den Ball gewinnen? Jetzt Petermann wieder.
In der Mitte würde wieder einer freistehen. Man ist einfach nicht beim Mann, man ist nicht beim Mann auf der linken Seite. Man ist nicht 100% bereit. Nein, das ist... Nein, Schön gewesen, Körpers! Tobias Gatter zum 2:5 Anschlusstreffer. Das ist sehr, sehr wichtig jetzt, der Anschlusstreffer. Für die Moral schon bei der Mannschaft. Für das Tor wichtig, jawohl. Auch die Stimmung im Stadion geht gerade wieder rauf. Sehr wichtig sie jetzt. Es ging, sie werden doch so ständig passen, so ins Lot drinnen, sofort parat sein, mit sofort abschießen. Das wäre das Rezept, glaube ich, gegen Passgurt. Das wäre es. Anders wird es heute ganz schwierig. Man muss wirklich so die Linie gerade überlaufen können. Und jetzt müssen sie dranbleiben, sofort. Werte mal. Keine Freiraum. Machen wir Platz! Keine Freiraum, gehen dranbleiben, jawohl. Und es geht wieder Piqueré am Ball, Piqueré am Ball, nicht schiessen. Ganz gefährlich gewesen, wenn der schiessen kann. Der Ball ist raus. Aber auch wieder sehr gefährlich, wenn man sieht, wie schnell das Passgurt führen geht. Sobald sie den Böhle haben, sind sie sofort mit 3 Mann vorne. Sehr schnelles Spiel, sehr schnell sind sie auf den Skates. Das ist das, was der Gäse aber momentan sicher fehlt. Momentan sind sie nicht so schnell auf den Skates, nicht so schnell parat. Ja, Goal ist 15 Minuten und 18 Sekunden passiert. Wieder mal der Tobias Patschi gewesen. Gestern mit einem Hattrick. Und leider heute noch nicht können so an dieser Leistung von gestern anknüpfen, der Tobias Patschi. Gestern im ersten Drittel ein Hattrick. Heute ist es leider auf die andere Seite. So ist es halt im Sport. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch im ersten Drittel. Da ist noch nichts. Jetzt kann man wieder gehen mit Lukas Märchi, kann er nicht behaupten. Kann er leider nicht behaupten, den Ball. Es sind einfach ganz gefährliche Schlänzer, die hinter dem Ball. Wenn die wieder vor den Torraum kommen, jemand nicht parat ist, dann kacheln sie. Das ist gefährlich, definitiv. So, jetzt. Und da haben wir Häuser probiert aufzubauen, Schlänzer vor dem Goalie. Ein Abstauber wäre gewesen, leider wenn einer gerade parat gewesen wäre, aber ja, nicht tolle News. Jetzt haben wir da wieder einen Wechsel auf der Seite Passgurt, wieder in Piqueré kommt. Colombe, Gigax und Marchand. Wieder Top-Linien auf dem Feld jetzt gerade. Gesau, das ist Linie 2 draussen. Guter Schlenz in den wunderbaren Goal, ja. Nicht gesehen. Gut gestört, ja, gut gestört. Sauber. Und um den Slot. Gut knapp gesucht. Und gut zugetan. Kommt schon ganz wieder auf diese Seite. Mit dem Querpass übers Feld durch. Gut können erobern. Nein, jawohl. Jetzt fast nicht so jetzt. Kann er nicht. Wir springt ihm davon über den Keller weg. Brat aber nachher stört, nach wie vor. Einfach näher am Mann bleiben, Herr. Näher am Mann. Ganz knapp sein. Ja, jawohl, gut gestört sein. Jawohl, genau so müsste es kommen. Ein Abpraller in den Golf der Gäsauer. Man hat sich können fangen, Fabings Gäse hat sich ein bisschen können fangen nach der. Und jetzt ist 2:1 und dann müssen wir gehen. Ja, zwei Minuten Strafe angezeigt. Ja, das ist eigentlich ganz klar gewesen. Das wird Haken sein, das ist ganz klar. Und somit Fabings das erste Mal im
Powerplay. Ja, wir sind mal mehr. Jetzt ist es wichtig, dass man wirklich das 3 zu 5 schießt. Das ist, unbedingt vor der Pause noch der nächste Anschlusstreffer kommt. Ruhig aufbauen, dranbleiben, jawohl. Uli gewonnen im gegnerischen Drittel. Zu offensiv stehen, das jetzt ist auch wichtig. Man kann Spiel aufbauen, man kann Spiel aufbauen, aber man muss kontrolliert spielen. Nicht einfach unnötige Läufe machen. Ja, Verlust, ja. Und, nein, aber nicht zum Beispiel. Lukas Patschert wieder am Ball, kann er nicht kontrollieren. Und Pascur jetzt so mit dem Raffo sehr, sehr gut schlecht. Ja, wie gesagt, leider sehen wir nicht auf dem Abschur, wie viel das noch Spielminuten sind. Ja, in der Mitte steht einer frei, Dario Habecker. Ja, aber der Schneider wieder perfekt. Ja. Sauber. Parade. Ich muss wirklich sagen, er macht ein sensationelles Spiel bis jetzt. Er hat die Mannschaft schon vor ein paar Chancen gerettet. Absolut, ja. Somit verdient auch die Führung für die Pascu. Definitiv, das ist so. Jetzt müssen sie einfach schauen, dass sie das Powerplay wirklich nutzen können, Gesauer. Noch vor der Drittelspause können zum 3-5 anschließen. Jetzt mit Philipp Häuser am Ball. Versucht mit Abschluss. Jetzt zum Erich durch. Erich schießt und wieder in der Pfannenhand vom Schneider. Absolut Traumparade vom Schneider. Sensationell parat. Jetzt kommt die erste Linie wieder von Gesa aufs Feld. Mit dem Lukas Märchen, mit dem Tobi Batschert. Luki Batschert und Damian Häusler. Immer noch im Powerplay. Und versuchen wirklich ruhig zu bleiben, aufbauen. Ganz wichtig jetzt. Wäre Pass gut für die Slot. Oh, und auch! Ja! Und da ist es! 3 zu 5! Genau, eben im Training lernt. Genau. Jedes Goal vorne ins Slot spielen. Dann innen unten ist Adnali. Wunderbares Goal. Sauber. Beide Seiten. Sehr das wichtig sein. Sehr wichtig, sehr wichtig. Er läuft rechts raus. Alle fokussieren sich auf ihn. Und natürlich vergessen. Lukas Batschert. Also haben wir den 3-5 Anschlusstreffer. Rund eine Minute zu spielen. Im ersten Drittel und es ist alles wieder offen. Wir haben noch nicht verloren. Wir sehen auch, dass sie wenden und jetzt müssen wir einfach kontrolliert weiterspielen, dass man möglichst noch ein Goal schiessen kann. Unbedingt. Armando Graf! In der Mitte, der Philipp Häuser gestanden, sensationell gelaufen. Wäre frei gewesen. Noch eine Minute im ersten Drittel. Sensationell wäre das, wenn wir jetzt 4-5 den Anschlusstreffer holen können. Das wäre sehr gut, wieder versucht der Querpass. Nur auf Kämpfe vorne, ja, wo Böhlen verloren leider im gegnerischen Drittel. Unterschuss von Gigas, sauber von Stefan Märich in Parade. Perfekt. Ja, man merkt langsam, die Feibungen sind ein bisschen verwachen. Ja, sie sind verwachen. Das ist nicht so, dass das etwas Außergewöhnliches ist. Man kennt das echt von der Meisterschaft. Schär schon, erst Drittel, parat sein, ist meist nicht so stärker. Nachher dann versuchen zum Kommit. Aber ja, heute wäre es jetzt schön gewesen für uns Kommentatoren. Hätte man von Anfang an parat gewesen, wäre ich. Selbstverständlich entschuldigen wir uns heute. Jetzt spielen wir wieder ein Snapshot. Leider neben das Goal. Aber jetzt probiert man. Jetzt zieht man ab. Jetzt geht man. Jetzt macht man. Jetzt läuft man auch. Jetzt bewegt man sich wieder. Man fährt wieder mit den Blades. Das ist sehr wichtig. Vorher ist man gestehen. Und jetzt. Tobias Batschert wieder mit einer knappen Situation. Jetzt ist Pause. Jawohl. Jetzt kommt gerade Stadion Sirene. Der erste Drittel ist vorbei. Das ist es. Hat es für Wachen gebraucht von Gesa. Gesa nicht 100% parat am Anfang. Sofort 5 Treffer kassiert. Dann sie wieder können fangen. Haben mit 3 Anschlusstreffer können den Rückstand aufholen. Momentan 3-5. 20 Minuten gespielt. Wir, glaube ich, Michi, gehen auch kurze Pause. Ja. Sind für euch wieder da in rund 8 Minuten.
Bis dann, bis nachher. Ciao zusammen. Thank you.
Jawohl, und da sind wir wieder zurück aus der Pause. Frisch gestärkt für das zweite Drittel. Ich glaube, Gäsauer können mit Wacher jetzt zum Drittel zur Pause. Pause T raus. Heißt jetzt sofort agieren, sofort dranbleiben. Und wir sind gespannt, wie sie sich zeigen. Und das zweite Drittel ist losgegangen. Das Wetter ist wieder ganz leicht schlechter geworden. Ganz leicht vor zu verregeln. Stimmung ist gleich da. Stimmung ist rum, jawohl. Es wird jetzt einfach der Anschlusstreffer kommen. Damit wir hier einfach wieder. Damian Häuser an der Bande. Wichtig ist, gerade wieder selbst Ruhe tanken nach der Pause. Gerade wieder die ersten Pässe mit Sitzen. Spiel kontrollieren. Wird sicher ganz wichtig sein, die ersten 1-2 Minuten oder ein paar Sekunden von dem zweiten Drittel. Und da Linienwechsel von Gäsau. Jetzt mit dem Angriff von Armando Graf, Abschuss. Und im Fall Schneiders. Ganz saubere. Solide Leistung heute vom Schneider, Goalie von Passgurt. Wirklich. Ja, muss man wirklich sagen, heute von Anfang an war 100% bereit, hat jeden Schuss eben 200-300%ige Torchancen verhindert. Und das ist immer das Wichtigste, wenn man einen super Goalie hat. Und jetzt geht wieder Angriff von Armando. Und leider ein bisschen aus dem Spielfeld. Somit auch gerade wieder der Wechsel. Linie 2, Wechsel mit Linie 1. Jetzt kann man ihn behaupten. Oh, 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 oh. Eigentlich. Ja. Ja. Und ja, stören, super. Dranbleiben am Mann. Der Mitte ist da, im Slot, ganz allein. Darf man so nicht machen gegen so eine Mannschaft. Jetzt geht er gegen Adrian Häuser. Oh, knapp daneben. Recht verzogen, aber gut probiert. Nein, nicht können kontrollieren. Schöne Parade vom Stefan Märchi. Und wir können gerade wieder gehen mit dem Lukas Märchi. Querpass Tobias Petschert und gut verzogen, aber ein sensationeller Abschluss gewesen. Wir sehen, man spürt auch, Gäsau sind wacher, glaube ich. Sie sind energischer am Böllen, jawohl. Versuchen da wirklich das Spiel zu kehren. Das Spiel ist überhaupt nicht gelaufen. Es ist immer noch 3-5. Da wieder mit einem Abschlussversuch. Hinter dem Goal jetzt von Passgurt. Schiri pfeift ab, weil der Böller nicht mehr im Spiel war. Ich glaube, es ist die richtige Antwort, Michi. Nach der Pause, nach dem Pausentest, ist das genau die richtige Antwort rausgekommen. Sofort agieren, sofort energisch den Anschlusstreffer suchen. Es ist definitiv so, man muss probieren, jetzt Pace hochzuhalten. Man muss probieren, laufen, man muss probieren, abzuziehen. Gestern haben wir probiert, aus allen Lagen zu schießen. Heute ist das nicht so gelungen, aber man merkt jetzt doch, dass in der Pause etwas in die Kabine gegangen ist. Ja. Ja. Jetzt wieder ein Abschlussversuch von Passgurt. Pariert vom Stefan Märchi, so mit Pulli im Drittel von der Fepis Gäsau. Gut gestört von Karl Ulrich. Ja, vorne gerade stören, ganz gut, ganz wichtig. Schauen, dass Passgurt das Spiel nicht aufziehen kann. Wir können kontrollieren, Severin Negloff stört, sensationell, ist gut gewesen, wichtig gewesen. Und jetzt... Ja,
Ja, das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Der Regulov ist im Angriff. Ist mit dem Stock zwischen den Beinen vom Passgutspieler. Der Schiri hat das als Behinderung, respektive als Stockschlag. Und jawohl, somit haben wir eine 2 Minuten Strafe für Vipers Gersau. Für uns ist nicht ganz verständlich, weil er im Angriff war. Und somit Powerplay für Passgut Eagles. Ja, unnötige Strafe, aber ich weiß nicht, wieso es piept. Ja, das sehe ich jetzt auch nicht ganz, weil eigentlich Passgut Eagles steigt über den Stock von Egloff. Egloff kann ja der auch nicht Stock vernichten. Also ja, gut, dennoch, nichtsdestotrotz, Schiri pfeift, ist so im Spiel, was Schiri pfeift, wird akzeptiert. Also so mit Powerplay, Passgut Eagles, versuche ich da, jawohl, jetzt. Da im Torraum eigentlich, das kann gar nicht. Nicht sehen. Das kann gar nicht, das war vom Serv, das war eigentlich klar. Also haben wir jetzt gar nicht gesehen, was da im Tor gegangen ist. Ich denke, es war auch nicht ganz fair von Passgutspieler. Es wird gerade diskutiert auf dem Feld. Schiri tut den Bullypunkt verschieben. Der Schiedsrichter Abler. Andreas gestern auch mit vor der Partie gsi und der Gubra Patrice ist jetzt der neue zweite Headschießrichter. Ja. Das Powerplay von Pascur. Pickery aber gut gestört von Lukas Patchett. Pickery wieder am Ball. Gigax mit einem Abschluss. Ja, wieder ein Abpraller von Steffen Mecht pariert. Gerade ist natürlich Passgutspieler vorne parat. Achtung, jawohl, sehr schön, schön pariert, sauber. Sehr schön gewesen von Lukas Patchett, der wieder reingelegen ist, aussehen. Und jetzt Wechsel. Genau, Linienwechsel, jetzt draussen frisch. Arwunde wieder ein Abschlussversuch von Passgut. Das wiederum müssen wir jetzt vielleicht schlichtweg nicht pfeifen. Aber ja, ist so. Ist gepfiffen. Geht ein Freistoß für Passgut wegen Handpass. Er hat die Hand flach oben gehabt, das ist nicht erlaubt. Also ja, also wenn zwei Spieler sind und der Böller gerade oben runterkommt, ich weiß nicht, was er machen kann. Aber ja, noch. Ja, es ist eigentlich nicht der Handpass, sondern wenn du mit der offenen Hand so tust, tackle den Ball, dann ist es eigentlich erlaubt. Aber er hat jetzt Handpass gesehen, nur hat Pippen. Es geht weiter. Freistoß für Passgut. Immer noch im Powerplay. Ja, im Powerplay haben wir auch. Freistoß im Gäsauer Drittel. Und ein Höchstpass auf Mitte. Und der Ball gestört, der Arm an der Arm. Oh, jetzt ist die Beistelle ganz klar gewesen. Das ist ganz klar gewesen vom Maschor. Ganz klar gewesen, offensichtlich die Beistelle. Ist okay, kann man geben. Hätte ich jetzt zwar gesagt, der Mando ist allein ab dem auf den Skates geht, aber ja, Schiri hat es so gesehen. Ich glaube, voran hat er auch eins, zweimal nicht so gepfiffen, wie er sollte. Jetzt hat er es. Somit wird auch das. Sollte es akzeptiert werden. Kurz etwas da, der Kai Batchert, der mal ehemalige Inlandhockeyaner für Vipers Gersau, ist auch jeder Gast. Er ist übrigens von Österreich. Er wohnt hier draußen und ist in Gersau mit uns im Hockeyspielen gewesen. Schön, dass er auch da ist. Jetzt so von Wien eigentlich in die Innerschweiz geschafft. Für so ein Playoff-Endspiel. Finde ich geil. Gut, Strafe hätte es Schiri nicht gegeben. Und somit ist wieder im Mittelpunkt angespielt worden. Immer noch Powerplay für Passgut. Mit einem Abschlussversuch. Gut gewesen von Märchi. Von Märchi, jawohl. Wenn er, oh, jetzt wieder gefährlich vor dem Gäsauer Goal. Ein Entlastungsschuss. Und jetzt ja, ist Straf fertig. Gäsau ist wieder komplett
Egloff geht raus, die Linie 1 ist wieder komplett mit dem Tobi Batschert, Luki Batschert, Damian Häusler und Merchi Lukas. Und somit wieder beide Mannschaften komplett auf dem Feld. Es geht weiter, Spielstand nach wie vor 3-5. Ja, es ist ein ausgeglichenes Spiel, es geht auf beide Seiten. Wir können ein gutes Boxplay machen, einen guten Eroberer von Merchi. Guter Abschluss gewesen. Aber geblockt wurde. Spieler Nummer 1. Vor dem Goal durch. Wieder Erich Schelbert am Müllen. Gerade wieder gestört, auch von Merchi. Jawohl, und in der Mitte, gut gewesen. Während des Schluss. Der Eichsee hätte leider nicht können. Unter Kontrolle haben. Dario Abegger kann ihn mitnehmen und ganz gefährlich sein, wenn man den verliert. Und die Parade von Stefan Merchi. Ja, man sieht, das Spiel ist definitiv ausgeglichen. Schlag auf Schlag. Gesau sind wächer als im ersten Drittel. Ja, man macht das gut. Also Gesau hätte sich wieder ein bisschen aufraffen können. Ja. Genau. Sagen, wenn jetzt das Anschlusstreffer 14-5 kommt, nächste Zeit für Gesau, dann werden sie definitiv wieder Spiel dabei sein. Ja, das wird klar. Ja, 2 Minuten müssen nicht sein. Unnötige Strafe. Unnötige Strafe. Er geht natürlich auch gern. Wickere, ja. 2 Minuten wegen Haken, ja. Das ist der Arm an der Graf. Es ist sehr schade, solche unnötige Strafen sind zu vermeiden. Das ist sehr wichtig. Wenn man so einen starken Gegner hat, sie ziehen immer ein gutes Powerplay auf. Wir haben es vorhin gesehen mit den Haufen Abschlüssen. Und, es kann immer ganz gefährlich werden. Und gerade das Momentum, wie Gersau hatte, so vor der ersten Drittelspause, ist es schade, gewesen, dass man das ein bisschen durchbrechen. Aber wenn man ein gutes Boxplay macht, wird das gut. Dicker am Ball, im Abschluss. Gut blockiert. Luki Batschert versucht es vorher schon zu stören. Jawohl, härter Mann, genau. Sehr schön gewesen. Achtung, nicht das Anpass. Nein, hat er nicht gegeben. Man muss aufpassen, dass man nicht zu offensiv geht, dass man dahinter absolut, den Stürmer nicht vergisst. Und jetzt in der Picker in der Mitte, ich kann nicht abziehen. Und direkt auf den Mann. Absolut ein Bodycheck, schlichtweg nur auf den Mann, gar nicht auf den Ball geguckt. Und Picker auf der linken Seite, Abschluss und übers Goal. Und wieder ein Getümmel vor dem Gersauer Goal. Gersau macht das sehr gut, Gersau kämpft, Gersau ist auch hart im Nehmen. Gersau ist am Mann, also ein gutes Boxplay momentan, eine gute Aufstellung, immer rechts, links, Stürmer geht, Verteidiger kommt hinterher, steht gut. Jetzt wieder ein freier Ball für den Picker. Querpass, gut gestört von Tobi Batschert. Oh, ganz, ganz gefährlich, ein Abschluss. Oh, gut gewesen, wieder von Merchi. Sensationell. Wie lange das Strafe geht noch, können wir euch leider nicht sagen, wie wir in der Matschur sind. Allzu lang kann es nicht mehr gehen. Armando Graf steht schon mal in der Strafbank hinten auf. Aber immer ein Passgurt. Und wieder ein Abschluss und eine schöne Parade von Stefan Merchi. Ein Abpraller hinter das Goal. Jawohl, gut können wir schön gestört vom Dario. Jawohl. Und die Strafe ist vorbei für Gesau. Somit wieder Gesau komplett auf dem Feld. Sind da vorne am Stören, jawohl. Es muss etwas gehen, genau. Wir hätten den Ball eigentlich. Jetzt löst er aus hinten. Und der Pass führt wieder auf die Seite. Jawohl, schön gestört vom
Jetzt kann man es 3-1 machen. Ja. Ganz gefährlich, aber hinten, dass immer man frei steht. Immer noch dabei, jawohl. Welle kommt auf der Seite führen und ist im Netz, um außen Netz angeblieben. Jawohl. Aber wie gesagt, ganz gefährlich gewesen. Wir sind 3 gegen 1 führen gegangen. Hinten haben wir die 3 von Passkur vergessen. Ein Feldpass und dann gibt es 3-1 auf dieser Seite. Das ist ja so, ja. Das geht auch sehr, sehr schnell hier. Aber ich muss sagen, jetzt gefällt es mir einiges besser, gegen auch im zweiten Drittel. Wir können so einfach schauen, dass sie es hier endlich führen. Jawohl, Lukas Märchi schafft es nicht, aber unter Kontrolle zu behalten. So wird wieder zurück im Drittel von der Gesauer. Und jetzt führen mit Maneo. Marco Maneo geht jetzt gerade raus, wechseln mit dem Luki Batscher. Luki Batscher am Böhlen, jawohl, kann hinten vielleicht auslösen, mal versuchen gegen die. Bigger schießt um die Parade wieder vom Steffen Märchi. Bigger darf einfach nicht an Böhlen kommen, der schießt aus jeder Linie, aus jeder Winkel. Und die Schüsse sind scharf, die Schüsse sind platziert. Ja, man sieht, B-Seite Goal ist, machen einen super Job. Eigentlich auch der Märchi von Gersau, wo er reingekommen ist, nicht gegen ihn, hat eine sensationelle Saison gehabt. Er hat, auch super Parade gemacht, aber es war einfach nicht so sein Tag gewesen. Heute, gerade in der kürzesten Zeit, 4 Goal kassieren. Ja. Ist natürlich hart für den Goalie, kann ich nachvollziehen. Und ist natürlich für die Moral nicht optimal, ist sehr gut. Haben wir zwei Goalie, können natürlich den Dase so rausnehmen. Der Stefan muss frisch rein. Wäre schlecht, wenn der so hätte müssen. Oh, mein Schlupf! Nein! Kann er will leider nicht. Bringt er nicht auf die Keller. Jetzt aber wieder. Schöner Pass von Armando zum Philipp Häusler für den Sturm. Er ist immer noch. Am Ball, immer noch. Geht er nicht zu gehen. Jawohl, jetzt kommt der Luki Batschert. Fippe immer noch am Ball, jawohl. Super, in der Mitte steht einer frei. Jetzt! Schön Damian Häusler vom Flug standen, leider nicht können. Zu wenig stark auf den Böllen hauen mit dem Keller. Somit nicht geschafft, den Böllen über die Linie zu bringen. Immer noch dabei. Jetzt ganz gefährlich von der. Jetzt somit glaube ich, da wäre es jetzt nicht ganz, weil Passgurt da jetzt auf sehr stark gedrückt hat. Damian Häusler ist in den Torraum hineingefahren und hat eigentlich probiert, den Ball noch nachzustochern. Aber Passgurt ist natürlich präsent und. Das können wir hindern. So, weiter geht's mit Pulli im Drittel von Passgurt. Sie sind immer noch am Drittel, geben auch drücken, jawohl. Versucht die Slot hineinzubringen. Unter Erich Schelbert. Oh, der Böller für sich. Oh, ja! Das ist das Bubenbringer! Jawohl, Lukas Märchi! Sensationell können wir auslösen. Schelbert, Erich, klärt pass in das Goal. Lukas Märchi, jetzt hier rundherum. Der Goal war keine Chance. Keine Chance. Auch der Einsatz von Erich Schelbert, wie er den Böller holt. Wenn er energisch auf dem Mann auf den Böllen geht, wunderbar, kann er ins Lutz spielen. Sauber für den Märchi, tipptopp. So, der Anschlusstreffer ist da, 4-5, zweiter Drittel. Die Stimmung im Stadion wird und alles wieder besser. Ich würde sagen, für Gäsauer ist schon gar nichts passiert. Das ist am Ende, jetzt ist unser Abschluss. Ganz knapp am Goal vorbei, gefährlich, durch den Ablenker noch. Jetzt ist wichtig, dass man den Ball wieder kontrollieren kann und probieren kann. Ja, bleiben, jawohl. Das Goal ist jetzt nicht so offensiv. Und back, laufen und zurück. Und am Stören, jawohl. Nicht können, Böller kommt. Ist nicht unter Kontrolle für Gäsauer. Jetzt gerade Pfiffert, weiß ich eigentlich nicht. Warum ist der Freistoß gegen Gäsauer? Es war zwar niemand dort, der Böhler war im Aussennetz für den Gäsauer Goal. Aber
Aber ja, ist so. Dort ist Stimmung im Stadion, kein Abbruch. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist Hardcore-Fans sind da. Parat sind dabei. Es ist ja wichtig, dass wir jetzt wirklich den Fokus hochhalten. Guten Abschluss gewesen. Absolut, der Hammerschuss wieder vom Pikere Kämpfer. Er hat einen absoluten scharfen Schuss. Und versucht wieder vorne dabei. Oh nein, es läuft wieder. Und Chance, mit Chance ist immer frei. Ist immer frei. Und jetzt Soyaisi fast vor Pascour, aber Luki Ventures steht hinten sensationell. Und der Führer nicht können kontrollieren. Achtung, komm nicht um! Und der Bär ist... Hey, 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 du! Es geht hin und her. Es geht hin und jetzt Marke Luki wieder vorne. Versucht, jawohl. Es geht hin und her, es geht hin und her. Aber ich finde... Beidseitige Coolness von den Teams ist stark. Also man hat wirklich beidseitige Abschlüsse und es kann beidseitig gehen, das Spiel. Es ist wie gestern. Es ist, gestern. Es ist wirklich nicht eine ganz klare Sache. Man ist auf Augenhöhe. Am Anfang in Gersauer geschlafen. Das darf man wirklich sagen. Gersauer war nicht bereit und jetzt hat sie sich gefangen und können für bis zu einem Goal verkürzen. Und, hoffen wir noch, es kommt noch für Gersauer das 5-5 vor der Littlespause. Dann sind wir wieder gleich weit wie gestern. Dass wir im zweiten Drittelspause das 5-5 und somit das dritte Drittel wieder bei 0-0 würde anfangen. Genau so war es gestern auch. So war es jetzt gut. Wir sind vor dem Kämpfen. Der Fippe ist da. Rückstört von Armando. Und der Bölle immer noch im Drittel von Passgurt. Und versucht wieder das Bobtrickli. Nein, das ist mir nicht gegangen. Aber es stört immer noch, sie werden die Störung geben, aber kommen vorher schon im Sturm. Jetzt haben sie wieder Angriff. Ganz knapp. Schöner Abschluss von Passgurt. Und jetzt mit dem Dario Habecker. Dario Habecker kann sich behaupten hinter dem Goal. Entlastungsschuss für Passgurt. Und jetzt, jawohl, wieder versucht vor dem Sturm. Stören, jetzt aber backfahren. Dranbleiben, dranbleiben, jawohl, schön gestört vom Lucky. Und der Abschluss von Abschluss wieder abblenden, ganz gefährlich. Wenn wir vorher pfeifen, jetzt hätten wir jetzt auch pfeifen wegen dem Anpass, aber ja, okay. Man hört wieder auch gestört, Fans, ja, man hört Fans wieder. Man hört Fans wieder, sie sind wieder da, sind wach. Sind alle noch immer noch ein bisschen angespannt, immer in der Mitte. Gefährlich gewesen, ja, aber... Achtung, jawohl. Und der Bühne ist Zuschauer rein. So mit Bulli auf der Gesauer Seite. Zeit sehen wir leider immer noch nicht. Wie viel, aber... Und wieder eine Parade vom Steffen Märchen. Sensationell gewesen. Über einen Abschluss, super pariert. Hilft auch der Moral so, definitiv. Wenn du einen Goalie hast, der hinten so wach und parat ist, Parade hebt. Und jetzt versucht der Angriff leider nicht durchzukommen. Abschluss wieder und wieder Parade vom Steffen Mer. Es ist einfach ausgeglichen. Es ist sehr ausgeglichen. Es ist wirklich, es ist ein ausgeglichenes Spiel. Es ist ein gefährliches Spiel. Auf beiden Seiten. Wirklich, jetzt mit vorne schauen können. Und der Lucke haben wir einen Abschluss und die Fanghand. Wieder aber nicht können. Heben, ein Abpraller, leider kein Gesauer vorgestanden. Wieder der Lucke batschend hinten. Versucht einen Entlastungsschuss von Damian Häusler. Nicht ganz aufgegangen und vorne stören versuchen. Pickere kann drei durchlaufen, Märchen. Und Märchen, jawohl. Und das ist jetzt 3 gegen 1. Jetzt haben wir da wieder ein 2-1. Sehr gefährlich, so, wenn man so offensiv geht.
nur den Kopf gegen Führer hat, man muss einfach auch wegschauen. Das ist sehr wichtig. Und der Abschluss auch Goal, ja. Wieder ablenken, wieder bitte. Da, zum Beispiel haben wir nicht ganz einverstanden. Sie sehen eine ganz klare Strafe, weil es ein Foul war. Schiedsrichter sind am Diskutieren. Das Goal ist direkt noch nicht gesprochen vom Schiedsrichter. Schiedsrichter geht noch diskutieren mit Passgurt. Ja, das kommt jetzt, gell? Ja, es sieht so aus. Schiedsrichter besprechen sich zwar nochmal. Das Goal ist gegeben, jawohl. 4 zu 6. Und wieder ein 2 Goal Vorsprung für Passgurt. Wieder mit einem Angriff führen. Das ist einfach gefährlich, jetzt muss man einfach wieder bewachen. Jetzt muss man nicht den Kopf einziehen, sondern probieren, möglichst wieder noch ein bisschen Gas zu geben. Wieder den Ball verloren hinter dem Goal. Viel mehr natürlich mit einem sackstarken Einsatz, muss man ehrlich auch sagen. Die Jungs hier von Passgurt spielen jetzt sensationelles Hockey. Das merkt man. Mario Habecke wieder rechts durch. Und jetzt kann er alleine gehen. Was ist da los? Was ist da los? Jetzt hat er Schwein gehabt. Und einer für den Stefan Merchi, aber das ist davor ganz etwas zugegangen. Mit dem Colombe und dem Erich Schelbert. Ja, es soll einfach nicht passieren, dass Stefan Meig in den Drittel hinten durch alle durchlaufen. Niemand greift an. Definitiv ganz nicht. Gefährlich gewesen. Jetzt werden sie wieder bewachen. Merchi, 2-1. 2-1, 2-1. Oh, nein! Ja! 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 Jetzt, da ist der Anschlusstreffer! Über ihn! Über ihn! 5 zu 6, Anschlusstreffer. Vor der Drittelspause. Ganz gesund, ganz gut, ganz wichtig. Unbedingt überall wichtig. Sie sind dabei, sie sind dran. Es gibt noch Diskussionen von Pickere. Pickere, wie immer, muss auch diskutieren. Es war eigentlich nichts, ich weiß nicht, was jetzt war. Ich kann es nicht sagen. Nein, sonst dürfte man auf der anderen Seite das Goal auch nicht geben, weil das Foul vorausgegangen ist. Aber ja. Ja, es ist Nochmal, das Goal wird Goal sein. Müsste Goal sein, ich weiß nicht, warum es nicht Goal ist. Ja. Es ist Goal, jawohl. Schiri geht an Bullypunkt. Somit definitiv 5 zu 6. Anschlusstreffen vor der Pause, ganz wichtig gewesen. Sehr jetzt gut. Muss man einfach schauen. Jetzt wieder vor der Kassier. Achtung, Picker in der Mitte, Slot. Sehr schön gewesen vom Märchen, vom Goalie können abdecken. Und auch vom Roli Kammerzinn, eine super, super Abwehrleistung. Also, wir haben gerade vom Spieker, Platzspieker gehört, 36, 48 gespielt. Das heisst noch rund 3,5 Minuten in dem zweiten Drittel. Spielstand nach wie vor, wie ich sehe, 5 zu 6. Eigentlich jetzt eigentlich auch ein Stockschlag unten rum. Ja. Müssen wir eigentlich pfeifen, wenn man jetzt so das sieht. Das ist jetzt eigentlich auch wieder klar gewesen, aber ich glaube, wir dürfen da im Fernsehen nicht über Schiedsrichterleistungen diskutieren. Definitiv wenn er pfeift, wenn er nicht pfeift, dann nicht. Ich denke, genau. Gelsauer hat das auch schon dürfen mit Glück heimnehmen und so geht es auf diese Seite. Absolut. Du hast vollkommen recht. Es ist im Sport so, Schiedsrichter pfeift, will das.
etwa knapp 3 Minuten spielen. In dem zweiten Drittel wollen wir vorne wieder mit der Nummer 45. Lukas Märchi löst aus zum Patchunter. Lukas komm, Märchi komm, komm, und jawohl! Ganz eine böse Sache für den Goalie, von der Top-Leistung heute Schneider bringt. Absolute Top-Leistung heute. Zeigt Pascal, das ist jetzt. Es ist schade für ihn. Er geht ihm über. Ja. Über die Pfanne am Tour. Kann er nicht genau sehen, nicht mehr ganz richtig. Und rollt ihm über die Hand runter ins Goal rein. Sehr glücklich für Vipings Gersau. Hilft natürlich auch. Ist vielleicht auch ein Ausgleich. Wie gesagt, wir diskutieren ja nicht über. Schiedsrichterleistung, genau, das tun wir nicht, sondern aber es ist vielleicht ein Ausgleich. Somit 6 zu 6, gestern 5 zu 5 im zweiten Drittel, jetzt 6 zu 6. Aber wir sind nicht gleich weit, hey, Michi. Ja, das wird so in die Pause gehen. Es war ja so, gewesen, der Märchi hat eigentlich das gleiche Goal geschossen wie gestern zum 5 zu 6. Also er hätte eigentlich können abziehen, den Goalie hat nicht gesehen. Es geht ein bisschen, nicht direkt links rauf, aber über die Stockhand rein. Und so Schlenzen sind wichtig, so Sachen muss man machen. Und, ja, jetzt ist Pascal dran. Jawohl. Und man sieht hier im Fernsehen auch gesehen, der Vipings Timeout genug. Sind parat, Captain Damian Häusle, die Mannschaft nochmal anführen, hat sich fokussiert. Schaut, dass sie parat sind, schaut, dass sie fokussiert sind aufs Spiel. Und jetzt wieder mit dem Angriff und auf Armando Graf. Bentis lässt spielen und der Schuss für ihn. Nein. Und der Kopfball von Philipp Häusler. Und auf Goalie Stefan Märchi. Und er sauber pariert, sauber hebt. Ruhe spielen, er bringt auch durch das. So mit Pulli auf Gesauer Seite. Ja, wir hätten eigentlich ein 1 zu 5 können mitmachen. Das muss man sehen. Es das ist muss man sehen. Das ist ein heisses Spiel. Wir sind uns das auch nicht gewohnt, aber doch mal eher gewohnt, gell, dass man im ersten Drittel da zu Gesa immerhin etwas zurückgeht und nachher dann aufholt und dann agiert und nicht so passt ins Lot. Leider nicht können parieren, er hat nicht auf den Keller können haben wollen. Der Luki Merk matchet mit einem Bandpass führen. Und in der Mitte ist der Unterschied. Nein! Und jetzt? Nein, immer noch nicht. Jetzt haben wir aber das 3-1. Jetzt haben wir das 3-1. Das 3-1, ja, jawohl, gefährlich. Gefährlich, oh, der Märchi. Sehr gefährlich gewesen. Man muss jetzt einfach auch wieder konzentriert weiterspielen. Man muss jetzt nicht nur den Kopf voran, man muss auch hinten gehen. Genau. Man muss back gehen, das ist sehr wichtig. Verteidigung muss dahinter ganz genau. Gut stehen, vor dem Stürmer agieren und reagieren. Jetzt aber wieder ein Angriff von Pascal. Gestört von Dario Habecker. Der Luki Matscher kann sich die Bande befreien mit dem Böhle. Oh, ich konnte nicht kontrollieren, der Pickerett. Wieder gut gestört vom Severin Egloff. Wieder passt gut hier in die Drittelshälfte zurück. Jetzt ein langer Ball führen. Gesauer Goal. Und da kommt Pass gut. Und im Slot wieder. Und gefährlich, gefährlich. Der Stefan Meichel hat den Böller nicht heben. Der Entlastungsschuss leider auch nicht so glücklich gegangen. Dario Habecker. Und Armando Graf kann. Böhle wieder ausserhalb vom Spielfeld. Ja, es ist offen, es ist wirklich offen. Es ist ausgeglichen, 6 zu 6 im zweiten Drittel. Vipings haben 3 Goal können schiessen im zweiten Drittel. Pascal hat 1 können machen mit Pikere Alexander. Ja, es wird alles offen sein für die letzten 20 Minuten. Ja, und jetzt ist Gott. Pausenpfiff kommt vom Stadion. Jawohl, das zweite Drittel ist vorbei.
6:6, sensationelle Aufholjagd für den Vipix Gesau. Somit sind wir nach der Pause in rund 8 Minuten wieder für euch da. Wir haben wieder die gleiche Ausgangssituation wie gestern. Fürs dritte Drittel fangen wir wieder bei 0-0 an. Und dann wird es zeigen, wer das bessere Nerven hat, wer das besser aus der Pause kommt, kann agieren und erst rumschießen. Denke, das wird matchentscheidend sein. Ich denke, wenn man das anschaut, jetzt das zweite Drittel, in dem ersten Drittel haben wir 5-1 kassiert. Das ist eigentlich für Gersauer immer ein bisschen Moral wieder zum Verwachen. Ja. Ich denke, 5-1 gegen Passcour, das ist nicht ganz einfach, das aufzuholen. Wir haben jetzt aber 6-6, den Ausgleich. Wir haben 3-1 gewonnen, das zweite Drittel. Und wir haben auch gemerkt, dass die Jungs das im Kopf oben nicht aufgeben. Es ist Moral, Fans, Stadion, alle, die da sind, die pushen die Mannschaft. Und ich denke, wenn man so weitermacht mit dem dritten Drittel, einen offenen Schlagabtausch, der zugunsten hoffentlich von Gers auch wird fallen. Hoffen wir natürlich. Passcour, natürlich nicht zu vergessen, mit einer sensationellen Leistung. Auch der Goalie, der Schneider, Neo, hat können parieren und auch brillieren. Und wir melden uns wieder in rund 8 Minuten zum letzten Drittel hier in Gersau. Gersau gegen Passcour 6:6. Jawohl, bis dann. Ciao, ciao.
sind wir wieder. Pause, T-Druck. Spiel geht in wenigen Sekunden los. Das letzte Drittel von dem Showdown hier in Gersau. Im Schulhaus Sonderfang. Ja, wir haben sensationell zwei Drittel gesehen von Gersau. Wir können 3-1 gewinnen, wir können aufholen. Wir haben jetzt eigentlich Momentum auf Gersauer Seite und ich hoffe, dass wir in den letzten 20 Minuten noch einmal super Hockey sehen. Das hoffen wir schwer. Jetzt ist es wirklich auf Messer schneiden. Wer kommt da besser aus der Pause raus? Wer kommt da besser? Und der Schuss vom guten Slapshot gsi. Tobi Batschert. Der lange Pass über die Bande von Damian Häusler. Jawohl, und wieder ein Schuss ins Land. Ganz gefährlich, gefährlich. Eieiei. Unglaublich. Jetzt wieder schön gestört vor im Sturm schon vom Tobi bei der Luke Badger am Böllen und kann er nicht ganz. Und er kommt einen Abschlussversuch. Können den blocken von Merchi Lucki. Jetzt Navi. 3-2. 3-2. Und der Schuss. Ei. Können den blocken von Passgutspieler. Gut gestört von Dario Habecker. Jawohl. Sehr wichtig sein, wenn der durchläuft, werden wieder 2-1 auf diese Seite. Passgurt, abgewehrt von Stefan Merchi im Goal. Hätte nicht können unter Kontrolle halten, am Spiel wieder am Laufen, jetzt wieder auf der Passgurt-Seite. Ja, Carlo Ulrich. Gut gekämpft, gut, Vorchecking, sicher Pass. Jetzt. Armando Golf. Ei, ein Schlenzer unten durch, ganz flach gsi. Und kann er noch schiessen. Wieder neben der Runde, aber. Wie gesagt, jetzt drücken sie auch, sie versuchen, jetzt geben sie alles. Und da wieder und Parade von Stefan Merchi, jeder in der Fanghand. Schiri pfeift das Spiel ab, es geht Bulli, der Gersauer Drittel. Es ist einfach ein offener Schlagabtausch in der P-Seite. Aber jetzt haben wir die Chance gehabt, um in Führung zu gehen. Das erste Mal auf dem heutigen Tag und Armando Graf hat das sensationell gemacht. Keine Strafe. Keine Strafe. Oh, gibt eine Strafe. Ja, ist jetzt. Ja, pfeift. Der erste Schiedsrichter jetzt nicht, der zweite pfeift. Strafe für Vipix Gersau, Damian Häusler, 2 Minuten wegen. Jawohl. Somit wieder das Powerplay. Passt gut. Wichtig ist, dass man jetzt hier im Boxplay konzentriert spielt, dass man das übersteht. Dass man nicht schon gerade jetzt in einem dritten Drittel eigentlich wieder in Rückstand geratet. Aber wir haben hier wieder eine Powerplay-Formation mit Pikere, Gigax. Mit dem Serf Raphael. Pikere wieder am Ball. Serf Raphael. Slapshot. Gefährlich gewesen. Pickere wieder, einfach gezogen in das Goal. Gut gewesen. Das Goal hat sich gelüpft und somit ist Spiel unterbrochen gegen das Bulli im Drittel von der Vipix Gersau. Sie machen es gut, sie stehen gut. Bulli können gewinnen durch Luki Merchi. Lukas Patschert hat können behaupten, hat aber wieder den Ball verloren. Wieder ein Schlenzer vor dem Goal im Slot, der Peter Mastad. Und jetzt kann man es so einfahren. Und der Kulme hat natürlich da wieder können reingehen. Sie stehen aber sehr gut, Jungs. Thank you.
Gags am Ball. Nicht und jetzt so, der Berchi schafft es nicht, nein, und dann, zweimal neben dem Durchfahren. Jetzt ist 2-1. Jetzt ist 2-1, aber der Gregory Goulmé hat können verziehen und auch einen Schuss wieder. Und jetzt kann man wieder gehen, jetzt haben wir wieder Chance, jetzt haben wir wieder Chance. Jetzt haben wir wieder Chance, jetzt haben wir wieder Chance. Leider ist ab verloren, Tommy Batchert. Aber das wäre jetzt wichtig gewesen, so einen Shorthander zu machen. Für die Mannschaft. Und der Goulmé. Oh. Ah, da ist es. Da ist es leider aus dem Powerplay raus. Goulmé macht er, ja. 6-7. Schade war voran. Mit dem Glück, den Lukas Märchen können machen und können im Sturm vor dem Goal über einen Weg nehmen. Leider nicht. Können im gegnerischen Netz versenken. Jetzt halt kommt er hoch, 6-7. Ja, ist jetzt schon gewesen. Wir hätten eigentlich einen Shorthander erzielen können. Powerplay, ja, okay. Jetzt ist wichtig, dass Gers auch gerade wieder Vollgas gibt, dass man nicht, dass man weitermacht, dass man nicht noch einmal einen kassiert. Unbedingt, jawohl. Der Goalie jetzt gut mit Absicht verschoben. Jetzt wieder das Bulli im Drittel von der Pfeifex Gersau. Leider nicht können gewinnen, Lukas Batchert. Aber ein guter Querpass eigentlich durch die ganze Mitte durch Lucky Märchen. Meine Stimme leidet aber ein bisschen, aber spielt keine Rolle. Und schon wieder eine Strafe. Ja. Schon wieder eine Strafe. Ich vergesse auch wieder wegen Beistellen. Zeit läuft. Somit haben der Passgur eine mehr auf dem Feld, Pickere. Somit wird die Strafe ausgesprochen. Nummer 12, Tobias Batchert. Es war schon innerhalb 2 Minuten hat man eigentlich eine Strafe kassiert, wieder unnötig war jetzt auch für die Schlussminute im letzten Drittel. Goulmé wieder am Ball. Goulmé wieder. Maschach, Goulmé. Gigax, Goulmé, Maschach, Goulmé, ja, der Querpass. Nur rund 15 Minuten spielen. Der springt und dann über den Keller. Gutes Vorchecking von Armando Graf, ein bisschen zu stören, damit das Passgur nicht aufbauen kann. Jetzt wieder ein Querpass zum Goulmé. Wieder einer hinterher zum Gigax Leo. Und wieder gefährlich vor uns. Gefährlich sein. Und jetzt versucht Zeit zu gewinnen. Wieder ein Abschluss. Peter Mann. Es sind noch knapp rund 15 Minuten zu spielen. Jetzt sind wieder laufen, ganz gefährlich. Gefährlich wieder jetzt, Armando Graf, vielleicht mit der Chance zu gehen. Leider nein. Simon und Passgurt im Drittel von der Gesauer.
ganz gefährlich und jetzt wieder mit dem Paraden von Stefan Märchi. Ja, jetzt haben wir eigentlich zweimal unnötige Strafe bekommen. Jetzt ist Flo wieder ein bisschen runtergekommen. Man merkt es wieder ein bisschen. Vibes muss mehr machen, Vibes muss mehr laufen. So wie man es im zweiten Drittel gemacht hat, so hat man eigentlich können Passkur ein bisschen fordern. Jetzt wieder Rückpass auf den Serf Raphael. Hat nicht können kontrollieren, haben sie die Zeit zum Aufbauen, Spiel mit Piqueré. Wieder auf dem Feld, Piqueré am Ball. Und schießt doch nein. Unglaublich, wenn der Herr die Böle hat und kann schießen, wenn er frei steht, dann ist es einfach ein unglaublicher Schuss, was er hat aus der Hand. Jetzt stehen wir vorne wieder mit dem Damian Häusler gegen Piqueré. Freiburg sind wieder komplett, also wieder 4-4 auf dem Feld. Strafe somit schadlos, in dem sind überstanden. Jetzt ist trotzdem immer noch 6-7. Achtung, jetzt ganz gefährlich wieder vor dem Goal. Zum Glück hat er den nicht gebracht. Jawohl. Und jetzt ein Angriff von Gesau-Seite. So, jetzt da. Ja, der Hobbit kann er nicht ganz kontrollieren. Wie Batschi kann gehen. Uiuiui, ist Lenz über die Latte rein. Ganz knapp gewesen. Das war eigentlich ein fairer Check. Stabblume. Nicht nur vom Angang. Gigax wieder am Ball. Kulme. Wieder gefährliches Lot in gespielt, immer. Es sind eigentlich immer die gleichen Spielzeuge, wo Pass gut spielt. Versuchen auf der Seite hinter das Goal zu kommen, von hinten führen in das Lot spielen. Vorne steht meistens einer. Zeit haben wir gespielt, 48-29. Das heisst noch rund 11 Minuten. Geht das Spiel. Chance für Gesau hier, die zwei Goal können schiessen und wirklich den Putt auf Gesau zu holen. Sie müssen kämpfen, sie müssen dranbleiben. Es ist definitiv ein Herzspiel. Es ist gerade das Ausgleichen wie gestern. Vielleicht das Glück nicht ganz auf der Seite von Gesau wie gestern. Ich bin sehr auf Pascal-Seite. Man muss auch sagen, Pascal hat aber auch am Anfang gezeigt, eigentlich, dass man nicht als Verlierer vom Platz gehen. Das war eigentlich auch die Reaktion. Wenn man 1-5 nach dem ersten Drittel führt, dann ist es eigentlich eine klare Ansage. Definitiv. Sie wollen hier den meisten Titel holen. Wie auch in Gesauer. Tobi Batschert wieder. Schau, die Mäche auch nicht kontrollieren. Aber immer noch im Angriff. Und mit einem Konter. Gut gestört von Lukas Batschert. Oh, ganz gefährlich, ganz gefährlich sein. Immer scannt ins Lot gespielt, wie immer. Ja, mit dem muss man einfach aufpassen. Wenn dort einer steht, dann... Ja, wenn die Bigger so davor steht, dann kachelt es einfach. Aber man sollte es sehen, es ist jetzt doch schon x Menge. Es sind rund knapp 10 Minuten. Das Spiel endet nach wie vor 6-7. Gesau müssen jetzt hier den Ausgleichstreffer erzielen. Zum Chance holen. In der Diskussion um den Platz.
Weißt du nicht, was los ist, weißt du? Nein, ehrlich gesagt, einer geht nicht nachher, was die Diskussionen da unten sind. Nicht, dass die Diskussionen sind. Wir sehen hier unter den Colombais, dass er aufgewählt wird. Es wird diskutiert. Was genau das ist, sehen wir nicht, wissen wir nicht. Gelbe Karte gegen Damian Häusler verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. 2 Minuten für Taipus Gersau. Ja, das ist eigentlich. Man kann natürlich auch spielen so. Manipulieren sehen wir jetzt gerade nicht, verstehen wir nicht. Ist so. Eigentlich ist eine gelbe Karte unsportliches Verhalten. Es hat eigentlich 10 Minuten Strafe gegeben. Aber warum, weiß ich nicht. Ja, wird 10 Minuten Strafe sein. Wird aber 4-4 weiter. In dem Fall, ja. Haben wir ein bisschen bei Nassstraf, 10 Minuten. Und der Schuss ins Lot unten. Ui! Schön pariert, jawohl. Und da wird es jetzt ganz hektisch auf dem Feld, jawohl. Und das ist schlichtweg, tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen, ich bin nicht von Tisch, aber das ist schlichtweg Passkur gewesen, der jetzt hier anfängt, auf Nervosität hineinbringen. Sie fängt ganz klar hier auf Härte bringen. Schade. Nein, wir gestern weniger gesehen. Heute aber sind sie doch aggressiver unterwegs. Ist natürlich auch das Finalspiel, wir reden hier nicht von einem Meisterschaftsspiel. Jetzt haben wir raus, Batschi Tobias. Batschi Lukas und Gigax Leo. Ja, momentan ist es hitzig. Es geht noch rund 10 Minuten. Es ist alles offen. Damian Häusler mit einer 10 Minuten Disziplinarstrafe und jetzt jeweils 2 Minuten Strafe. Wahrscheinlich wegen übertriebener Härte. 3-3 auf dem Feld, also das heisst ein bisschen mehr Platz. Der Cleverer spielt es besser aus. Also, sportliches Verhalten hat also Damian 10 Minuten bekommen. Mit den Augen nicht, für die Tore können wir nicht weiterkommen. Das haben wir jetzt wieder. Nein, hoher Stopp. Hochstock von Lukas Märchen. Momentan geht es ein bisschen zu und her. Es ist immer nur ein Schiedsrichter auf Pfiff und zwar nicht der andere, sondern der andere. Ja, ja, es ist, können wir einfach mal sagen. Es ist wirklich sehr hektisch, es ist jetzt definitiv. Es ist vielleicht doch nicht mehr ganz so, wie es der Schiedsrichter sollte machen. Also wir haben zweimal 2 Minuten Strafe gegen übertriebene Härte. Es geht weiter. So.
Das Märchen ist wegen höheren Stock raussitzen. Also jetzt haben wir jetzt 2 zu 4. 2 zu 3 auf dem Feld. Jawohl. Ich weiss jetzt nicht, bin nicht Schiedsrichter, aber ehrlich gesagt, in meinen Augen kurz 7-8 Minuten vor Finalende. Ich weiss nicht, ob man so etwas pfeifen darf. Nicht vom Goal, es war weder eine All-Chance noch sonst etwas. Aber ja, Schiedsrichter jetzt pfeifen, ist so. Natürlich wird er damit gerne selber das Herz. Somit wieder Passgurt. Passgurt im Powerplay. 3 zu 2 und der Abfall, Lattenschuss. Heieiei, da hat aber jetzt Schwein gehabt, Lattenschuss. Ja, ein Picker schießt er, gell? Das ist eigentlich... Es ist ja so, ja. Jetzt wird es wirklich langsam richtig hart, es wird eng. Ja, sie haben nicht können kontrollieren. Wollen, jawohl. Nicht können kontrollieren. Und können blocken unter Tommy Matchen. Unterhand, ist da, nein! Ist gut so, er hat gut agiert, Da wieder mit ihnen hoch. Und da wieder ein Schuss um. Stefan Märchen kann den Müll kontrollieren. Wenn wir etwas dazu sagen, Philipp Häusler hat momentan keinen Einsatz mehr. Wahrscheinlich hat er etwas Schmerzen im Unterarm, den er gebrochen hat vor 2 Monate und ist eigentlich auch eine Qualität, die fehlt. Ja, definitiv, ja. Es ist für Gäse auch natürlich Verlust, wenn viele Häuser da nicht mehr spielt und schon wieder haben wir Diskussionen. Ja, das passt gut, hat das Timeout genug. Ja, es wird nochmal hitzig. Es ist Seitenwechsel. Es wird definitiv hitzig. Zeit gespielt haben wir 51:12. Das heisst, es geht noch rund 8 Minuten. Es wird jetzt noch definitiv hitzige 8 Minuten hier auf dem Feld. Es geht doch hier für Gäsau ging es um einen Sieg. Um einen Finalsieg. Passgurt geht es zum Ausgleich zum 1:1. Dann wird es weitergehen am Sonntag, am 13. November, wieder in Passgurt. Genau. Immer noch Powerplay für Passgurt. Gut pariert. Schön pariert vom Märchen. Gut pariert. Jawohl, einen Entlastungsschuss können machen durch Armando Graf. Jetzt wieder Passgurt im Angriff. Jetzt Powerplay auf. Den Pickere kann abziehen. Schöne Parade von Stefan Märchen. Kann und natürlich wieder die Traumlinie. Und jetzt eine Strafe. Doch, eine Strafanzeige für Passgurt. Ja, das war sehr gut. Armando Graf sensationell können stören. Er konnte rechts durchlaufen. Er hat behindert. Er muss jetzt mal gehen. Pickere mal raus. Ja. Genau so. Du bist eigentlich doch noch ein Zehner gegeben an grundsportlichem Verhalten. Genau, jetzt noch einmal. Jawohl, Schiedsrichter, würdest du vielleicht mal schauen. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein 2 gegen 2 auf dem Feld. So viel Platz haben wir eigentlich nie. Selten, ja. So viel Platz haben wir selten. Also noch einmal 2 Minuten und dann ja, weiss ich auch nicht, was da genau passiert. Ich sage, was die Regeln nicht auf gut im Kopf, aber das wüsste jetzt auch nicht, was passieren würde. Ob es 2 gegen 1 gibt, ob es das gibt oder nicht. Jetzt, jawohl, die 2 Strafen sind jetzt die ersten, sind beendet. Und jetzt kommt die dritte auch, jawohl. Und in die Mitte. Jetzt haben wir Powerplay und das ist super. Sehr schön können retten, parieren. Türen Märchen, Stefan. Jetzt haben wir Powerplay. Pixiersauer, Powerplay. Und jetzt muss man einfach einen machen. Kulme hinter dem Goal. Kulme hinter dem Goal, verdürrt den Ball. Märchen kann gehen. Schelbert, Erich. Probiert durchzukommen. Versucht für das Spielen, jawohl, jetzt zum Lucky Batchet. Lucky Batchet versucht das Lock. Leider abblockt. Garl Ulrich innen. Lucky geht auch hinter, holt den Bühle. Und jetzt. Und der Abschluss am Goal vorbei. Du hast einen Abschlussversuch und übers Torlinien aus.
Wir haben eigentlich die Unterzahl-Situationen vorher schadlos überstanden. Auch ein 2-2, ein 3-2 haben wir gut mitspielen können. Armando Graf hat das clever gemacht, ist rechts rausgelaufen, hat sich ein bisschen lockiert, das gehört dazu. So haben sie es auch gemacht und somit kann man jetzt Powerplay spielen. Philipp Häusler wieder am Bulli, wo wir vorher gesagt haben, hat kurz Pause gemacht, das Bulli gewonnen. Dario Habegger geht in das Goal und den kann man aufbauen. Armando Graf. Dario Habegger. Wieder Armando Graf. Kann den Ball nicht kontrollieren. Eieiei, guter Schuss gewesen. Spielzeit rund 53 Minuten. Und jetzt kann man gehen. Jetzt kann man gehen. 3-2. 3-2. 3-2. Das muss eigentlich. Eieiei, guter Schuss gewesen. Und die Parade wieder vom Schneider. Sensationell. Muss man sagen, sensationell von Pascal Kohli. Und immer noch. Und wieder ein Fippe. Und wird unterbatscht. Versucht, das Lob drinnen zu spielen. Geht nicht. Nochmal auf den Fippe zurück. Und Schuss. Abblock. Ja, wir haben Chance. Und komplett. Jetzt Ficke auch wieder. Kommt da komplett. Zeit haben wir 53-50, also rund noch 5,5 Minuten. Oh, in der Mitte ist er gestanden. Wäre er wieder gestanden, wie immer. Schön, oh, gut, schön von Wolke, jawohl. Versuch kommt aber nicht durch. Bigger kommt durch, Bigger schießt du! Abgewehrt vom Stefan Märchi über Stockhand aus und ein Schuss aufs gegnerische Goal zu Lukas Märchi. Jawohl, wir haben jetzt gerade an der Bande ein bisschen geklemmt und schade ist ihm der über Kelleki, dem Schelbert. Pass nach vorne zum Lukas. Lukas Märchi, Schuss und nein. Leider nicht. Und dann ist er nicht zu gefangen, der Bülle. So, kommen wir nochmal. So, noch 5 Minuten das Spiel. Hat der Stadion Spieker ja gesagt, der Bülle verloren von Tobi Batscher. Er hat selber gefahren beim Goal, versucht es. Tobi Batscher nicht können behaupten. Und der Piker wieder am Ball. Guter Kampf gewesen. Petermann hinter dem Goal. Kann aufziehen, kann laufen. Eieiei, mit ihnen. Ganz gefährlich. Nein. Und wieder ein Stefan Märchi, sensationell. Er ist wirklich sensationell. Hat er heute wieder sauber. Ja. Leider steht es immer noch 6-7. Das heisst, Gäsauer muss immer noch das Goal aufholen, damit man weiss, dass die Verlängerung kommt. Es wird eng. Zeit haben wir 55-41. Das heisst, nur rund 4 Minuten 20 Sekunden. Hat Gäsauer noch die Chance, um in die Verlängerung zu gehen, um das Spiel auszugleichen zum 7-7. Und es geht weiter. Wieder hinter dem Kampf. Dolombeer gegen Batschert Lucchi. Und der Fippe kämpft sich führen, versucht in Sturm zu kommen. Ja, man kann führen spielen, Philipp Häusler. Und versucht das Lot zu spielen, leider nein. Jetzt können wir aufbauen. Und jetzt ist es 2-1. Ganz gefährlich gewesen. Wieder gut gestört da vorne, auch der Lucky gut gestört beim Goalie. Gut können das Bulli erzwingen da im gegnerischen Drittel, sehr wichtig, wenn wir das gewinnt haben, kann man nochmal offensiv Punch geben. Ja, Stefan Märchi souverän heute, also muss man wirklich sagen. Definitiv souverän, sagen, ein paar Chancen wunderbar abgewehrt, das souverän eigentlich und ja.
Es liegt halt einfach das Glück nicht auf dieser Seite von Gersau. Man muss ja wirklich auch mal ein Kompliment machen. Baskur, sie hat sich nicht aufgegeben von gestern. Sie hat den Kopf nicht lange. Sie sind 100% bereit. Und sie hat von Anfang an gezeigt, dass man so Hockey spielt. Das ist ja so, ja, definitiv. Gersauer langsam auf die Seite davon. Aber sie sind dran, sie versuchen zu kämpfen. Es ist ja nicht so, dass wenn wir das Spiel heute verlieren, dass dann die Serie fertig ist. Es ist ein 1-2, das heisst am Sonntag, 13. November, sind wir dann wieder in Passgut. Und jetzt... Sensationell! Das ist jetzt nichts anderes als ein Dankeschön an Herrgott, dass da doch noch Ehrlichkeit herrscht. Vielleicht von zwei, drei Sachen, die nicht ganz so sportlich sind. Es ist jetzt doch ein Eigengoal. Das mag ich dem Passgut-Spieler absolut nicht gönnen, Petermann. Er hat sehr gut Spiel gemacht, sehr gut. Ist jetzt ein Eigengoal, kann passieren, jedem überkellen, genau ins Goal. Ist Glück für den Gersauer, nehmen wir natürlich sehr gern. Und jetzt gehen wir das wären zwei Minuten, aber nein, wir gehen es natürlich nicht. Und Joss! Joss geht es nicht mehr. So, Führungstreffer zu gehen. Und somit sind wir wieder doch im Spiel, 7-7. Kurze Minuten vor, zwei Minuten etwa vor Spielende, schätze ich. Da wir leider immer nicht auf Matschur sind. Und Baskur im Angriff. Und jetzt. Baskur zurück im eigenen Ritten. Philipp Häuser stirbt. Jetzt kommt der Lukas Meigerlings. Und der Schuss. Und der Schuss. Eieiei. Jetzt geht es weiter. Und wieder Fippe. Und gibt rechts zurück. Nein, wieder nicht. Aber wieder Baskur. Pickere im Angriff. Pickere vorne. Wird gestört von Lukas Meigerlings. Und wieder Schuss aufs Gesauer Goal. Mit dem Parade. Vom Stefan Märchi. Ja, mit gut gestört. Und jetzt wäre es ein Angriff zu 3-2, aber... Können wir führen? Nein. Können wir nicht führen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu offensiv gehen. Jawohl. Wir müssen wirklich das Spiel wieder kontrollieren. Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt eigentlich das ein bisschen verwalten oder ein Goal schießen. Unbedingt. Lukas Märchi vorne zuerst schon spielen, verliert leider. Baskur-Spieler kann hinter uns versucht aufzubauen. Wechsel vom Rucki zum Armando Graf. Baskur versucht das Spiel ruhig zu halten, versucht ihn ruhig zu werden. In der Mitte steht einer ganz frei. Der Maschor steht im Torraum, da, im Bereich des Torraums von Gersau. Und Pickere zieht aus jeder Lage ab, das ist also ganz gefährlich. Und jetzt geht es weiter, Armando Graf. Und jetzt geht es wieder auf diese Seite, immer im Gigax. Ja, mit einem Angriff. Und der Schuss. Gefährlich. Goal wäre auf der Seite offen gewesen. Und der Bühler. Nein, ist noch im Spiel. Schuss aufs Gitter ran. Und der Angriff wieder vom Passgurt. Dario Habecker kann das jawohl. Kann der Bühler gleich gewinnen. Ander Graf. Versucht da. Sturm mit Zwerber sind wieder zwei unten. Sehr schön. Und der Stefan Märchi sicher, wenn er der hat. 59-09. Jetzt hat man den Stadionspeaker gerade. Das heisst, es geht genau noch 51 Sekunden. Dann gehen wir in die Verlängerung. Es würde Ihnen so passieren: 2x10 Minuten Verlängerung. Wenn dort kein Goal wird fallen, gäbe es Penalty. Oh, ganz gefährlich. Immer wieder die im Slot vorne. Immer das gleiche Spiel. Wie gesagt, es wird dann, wenn wir in die Verlängerung gehen, 2x10 Minuten. Sobald das Goal fällt, ist das Spiel beendet. Und derjenige, der das Goal schießt, geht vom Sieger vom Platz. Jetzt lässt der Lukas Märchi. Yes, nein, macht er nicht! Das ist jetzt also die letzte Chance. Nein, jetzt auf die andere Seite kommt er. Und gerade auf die andere Seite leider das Goal für Passgurt Eagles. Lukas Märchi hätte nicht können rein tun. 2-1. Dafür auf der anderen Seite 7-8. Mit dem Konter
Ja, so schnell geht es, so schnell geht es im Eishockey. Kurz gerade noch Freude gehabt, somit ist eine Täuschung wieder da natürlich von Seite Gersau. 7:8. Heißt also, Timeout gerufen, passt gut. Würde also heissen, es gäbe ein drittes Spiel im Passgurt. Am 13. November. Ja, ja, Sonntag, 13. November, müssen wir wieder retour fahren. Ist jetzt relativ schade, der Konter. Und das Glück war vom Passgurt, dass er den versenkt. Auf der anderen Seite Lukas Märchi und der Tui Batschert leider nicht können. Aber ja, nur, so ist es im Spiel, so ist es. Vipix führt sich nochmal an, sie sind nochmal da, versuchen es. Stadion bebt, man hört es, Stadion bebt wirklich. Die Mannschaft wird angeführt hier. Also 59:40 sieht man den Stadionspeaker, es geht noch 20 Sekunden. Ja, es wird leider nicht so ausgesehen, dass wir am 13. November auf Basketball rauf müssen. Heute leider, wie man denkt oder träumt, hätte nie den können, den Sack zutun. Ist leider, aber es wird so sein. Nochmal ein Angriff von der Gäsauer. Jetzt ist das Spiel fertig. Das Spiel ist beendet. 5x7, Passgurt 8. Das heisst, die Serie ist ausgeglichen, 1:1. Der grosse Showdown. Und in diesem Fall am Sonntag, 13. November. Ich möchte eins sagen. Wir haben von Anfang an ein bisschen geschlafen, sage ich jetzt eigentlich, auf der Vipix-Seite. Aber das Positive ist, dass Vipix Gersau, wenn es einen Erfolg gibt für die Mannschaft, immer auswärts ist. Also das kann man mal mitnehmen. Das kann man mal mitgeben. Es wird sicher nicht oben wieder. Es wird gefüllt. Es wird schon dann kommen. Es ist schade. Wir hätten natürlich sehr gerne hier zu Gersau heute am Samstag das zugemacht. Leider nicht, aber so ist es im Sport. Ja, es war auf beiden Seiten sehr, sehr, sehr offen und emotional gewesen. Passgur hat heute das Glück auf ihrer Seite gehabt, wie so wie wir gestern in Passgur. Der Märchi Luke ist jetzt auch eigentlich in den letzten 2 Minuten das entscheidende Goal. Und ja, wir sehen, dass beide Mannschaften auf Augenhöhe sind, beide Mannschaften alles gegeben, alles probiert haben. Und jetzt kommt es zum entscheidenden Spiel am 13. November, am 2. am Nachmittag in Passgur. Ich fordere jeden Fan auf, sei es Gersau oder Passgur, einfach dort rauszukommen, einen geilen Sonntag, Nachmittag, Hockey-Nachmittag können zu verbringen. Und wir werden auch dabei sein. Ich nehme es an, wir hoffen, dass der Peter Ecker von Ecker Media auch das letzte Spiel wird für uns hier Livestream bringen, für euch hier in die Stube. Da noch einmal recht herzlichen Dank. Definitiv. Am Peter Ecker von Ecker Media recht herzlichen Dank, dass er das hier macht. Das ist wirklich sensationell, was die Firma seine Leute hier leistet. Sehr, und es ist auch auf freiwilliger Basis, das muss man auch sagen. Das ist wirklich. Wir haben gestern auch ein bisschen mit ihm geredet darüber. Also, es sind sehr viele Leute den Match geschaut gestern. Und ich denke, heute sind auch wieder viele online gewesen oder im Fernsehen mitverfolgt. Und herzlichen Dank. Und ja, Andi, ja? Es bleibt nichts anderes übrig, dass wir wieder am 13. November auf Passgur gehen. Es ist ausgeglichen 1:1. Und ich hoffe, meine Stimme ist bis dahin wieder besser. Ich kann ein bisschen regenerieren vor lauter Lärmen. Aber trotzdem danke allen Zuschauerinnen und Zuschauern, dass ihr euch Zeit genommen habt, die Spiele zu verfolgen, die wir bis jetzt hatten. Und ich hoffe, dass ihr am 13.11.2022 ab 13:45 im Passgur wieder live dabei seid. Ja, auch von meiner Seite her, Andi Vinzenz, danke auch euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch ganz schönen Samstagabend. Wir werden jetzt Live-Übertragung nachher beenden. Gehen somit auch die Feierabend verdiente. Leider mit einem 1:1. Gehofft hätten wir ein 2:0. Genau, so ist das Spiel. Also allen zusammen gute Zeit, schönen Abend, habt's gut und bis am 13. November. Ciao zusammen.